Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Game aus der Golden League und wir haben hier in Blau Beastie Cutie, spielt die Mongolen, sein Gegner in Rot, das ist der Viper und der spielt die Engländer. Und wir starten auf trockenes Arabien, wie es üblich ist für dieses Turnier als Startkarte und tatsächlich keine Franzosen auf dieser Map. In den letzten paar Games doch recht häufig, aber für die beiden anscheinend keine Option. Hier geht es zuerst mal los. In Ruhe Schafe sammeln. Holz sammeln. Gold ist direkt nebenan. Obo steht deutlich weiter hinten hier für Beastie Cutie. Und für der Viper kommt dann einmal eine Mühle für dann Felder links und rechts. Sieht man inzwischen auch häufiger und häufiger, dass Frühfelder angelegt werden. Gerade die ersten zwei, die man meistens sieht. Ja, schon das erste direkt im Bau. Dass man eben von dem Sammelbonus mit profitiert und eben die günstigeren Felder, das kann man sich einfach besser leisten. Aber dann geht erstmal der Weg ins Wahrzeichen. Einige Schafe hier noch mit dabei. Schafsvorrat ist auch kaum noch da für Beastie Cutie. Bin nicht sicher, wie lange das Schaf noch hält, das er da hat. Man muss natürlich da aufpassen, dass er nicht komplett ohne Nahrung dasteht. Und ob er dann bald eine weitere Weide dazustellen muss. Das hat schon einen Unterschied. Eine Weide kostet halt echt viel. Das ist mit 150 Holz zum Vergleich ein Feld bei den Engländern 37. Das ist schon ein ziemlich massiver Unterschied. Tatsächlich vier Felder jetzt auch angelegt auf der Seite von der Viper. So, die bekommt da die Schubkarre mit dazu. Gut, man kann theoretisch noch die Mühle mit einrechnen, aber selbst dann ist die Weide deutlich teurer. Weitere Schafe auch noch abgegeben. Also, Viper ist versorgt. Ja, die ist selber noch viele Schafe rumstehen. 12 Stück insgesamt. Weil das sind hier bereits einige Schafe zerlegt und da wird dann weiter gearbeitet. Die Weide ist am Produzieren. Hier tatsächlich 6 Felder, das ist wirklich viel Felder. Also jetzt 2 bis 4 sieht man noch, aber 6 Felder bereits angelegt, ist wirklich massiv. Man sieht auch, es fehlt noch jegliches Wahrzeichen bei der Viper. BCQ inzwischen mit den Hirschsteinen unterwegs. Und da geht es jetzt auch in die Ratshalle. Aber ja, damit Nahrungsversorgung von der Viper schon mal sehr, sehr stark aufgestellt. Damit 500 pro Minute, 9 Dorfbewohner dran. BCQ mit ein bisschen weniger, jetzt 8 Dorfbewohner, aber trotzdem, er wird die Zahl von der Viper da nicht erreichen, selbst wenn er die gleiche Anzahl Dorfbewohner dran hat. Einfach dieser Bonus ist ziemlich viel und der wird dann noch mehr werden, sobald die Feudalzeit mit aktiv wird. Währenddessen, Beastie Cutie hat sich nicht für einen offensiven Opener entschieden, sondern bei ihm gibt es auch wirtschaftlicher Fokus. Weitere Weiden, Nummer 2 und 3 und eben kein Produktionsgebäude bisher im Obo, was man ja sehr häufig sieht von den Mongolen, dass es da einen Stall oder eine Kaserne gibt, dass man früher Einheiten produzieren kann. Wird aber dann wahrscheinlich bald einen Stall brauchen, denn mit der Ratshalle drohen natürlich Langbogenschützen. Die Sekunde ist auch mal zuerst in der Feudalzeit. Nach wie vor aber kein Produktionsgebäude. Das Obo wird nach und nach abgefackelt. Hat schon gleich das erste Drittel an Hitpoints verloren. Währenddessen der Khan dann noch weiter durch die Gegend streunt. Ratshalle wird nur mit wenigen Dorfbewohnern gebaut. Weitere Ressourcen wurden bereits gesammelt für BCQ, die dann eher der Weg in eine schnellere Ritterzeit mit der Steppenredut. Dorfbewohner werden dann noch weiter beschossen. Und ja, da gibt es mal das erste Produktionsgebäude in die, das letzte Eck vom Bonus. Hauptsache es steht mit einem Eck mit drin, dann kann man das theoretisch nutzen. Die Doppelproduktion wird sie auch, Doppelreiter werden produziert. Wie gesagt, Konter auf die Langbogenschützen, die da sehr wahrscheinlich gebaut werden. Wobei, es ist nur einer bisher. Die Ratshalle baut gerade nichts weiter. Also auch der Viper hier möchte schnell auf die Ritterzeit. Was wird bei ihm natürlich ein Dorfzentrum? Mit dem Königspalast. Hinten gibt es den ersten Außenposten für Beastie Cutie. Also es wird in Sachen Tech-Stufe deutlich schneller hochgehen. Ich meine, wir sind schon bei 1100 Nahrung, 500 Gold. Da findet es noch die letzten 100. Und dann hat er das. Und das ist er fleißig am Arbeiten. Da kriegt er kurz den Volley auf den Khan. 7 HP. Da, oh, 3 HP. Da fliegt nochmal ein Pfeil und der Pfeil reicht. Khan ist down. Der Viper bekommt diesen Kill. Ja, das gibt es hier noch ein bisschen Ärger, wie man sieht. Speer wird vom Reiter verfolgt. Da, gleiche Geschichte. Und Ressourcen sind da und los geht's. Zügiges Tempo. 57. Königspalast ist unterwegs. Und wird dann auch zügig fertig werden. Ja, das sind hier. Schleicht sich Beastie Cutie mit Außenposten näher ran und versucht da auch nachzurüsten mit Schießscharten. Aber er braucht natürlich Sicht, also er könnte da reinschießen, aber er braucht die Sicht zuerst in diesen Wald oder an diesen Wald, wobei er gerade gar nicht so viel sammelt. Und auch hier gleich die Ressourcen, die sind bei 900 Nahrung, 500 Gold, also Beastie Cutie auch nicht weit davon entfernt, in die eigene Ritterzeit zu wechseln.
Also recht wenige Einheiten. Ich meine, dass man in England einen einzigen Langbogenschützen baut, kommt nicht oft vor. Danach gibt es Stall und Schießstand. Und los geht's. Königspalast ist online. Doppeldorfbohnenproduktion kann jetzt laufen. Das sind wir momentan bei 31 zu 31. Also beide bauen gleich schnell. Kümmert sich da um alles. Da fliegt erstmal noch ein Volley über den Königspalast, um die Reiter in den Griff zu kriegen. Und los geht's auf der Gegenseite. Steppenredoute ist unterwegs. Und da wird dann auch gleich massiv gebaut. 18 Dorfbohnen. Das Ding wird wirklich schnell hochgezogen. Und City Point Balken schießt geradezu nach oben. Will man es so schnell wie möglich haben, gibt dann Bonusgold. Das will man auf jeden Fall mit dabei haben. Interessant, PC Cutie macht seinen Bau hier immer noch weiter. Also kontrolliert damit quasi alles vom Kartenrand weg. Oder hat das zumindest im Blick. Umstellt da ein bisschen die Basis seines Gegners. Nicht zu nah, dass es Viper direkt mitbekommt. Aber die Außenposten sehen halt so weit. Das heißt, PC Cutie sieht damit jeglichen Ausgang. Da geht es die Party los mit dem ersten Ritter, der da gebaut wurde. Und dazu auch direkt Abbruchschützen. Also es werden jetzt schon quasi Konter auf Lanzenreiter gebaut, die man da tendenziell erwartet. Und da sieht man es auch direkt, kommt das erste Doppelset an Lanzenreiter, das produziert wird. Also man weiß, was so abgeht. Kloster dann noch mit dazu, aber mit München wird es eher schwierig, wenn hier überall die Schießscharten drin sind. Wird eher etwas unangenehm. Kann auch gut sein, oben gibt es noch einen Außenposten. Da steht der Bogenschütze im Weg. Da wurde auch gerade ein Gebäude angeplant. Ja, da ist ein weiterer Außenposten angedacht. Zur Rundenstellung kommt da auch noch in den Außenposten hier. Also der knallt deutlich mehr. Aber dafür braucht er natürlich auch die Ritterzeit. In der Feuerzeit kann man nur die Schießscharten upgraden. Auf vorne technisch geht es da weiter. Und hier Reiter mit dabei. Das heißt, der Bogenschütze wird nicht viel von dem Projekt Außenposten mitbekommen. Doch er hat auf jeden Fall noch gesehen, dass ein Dorfbohnen mit dabei ist. Also zumindest hat der Viper ein paar Infos. Und hinten wurde gerade noch sein Speer zerlegt. Sieht, dass die Lanzenreiter da sind. Sammelt seine eigene Truppe, bzw. schickt seine eigene Truppe ein bisschen näher. Da haben wir jetzt auch gerade. Das ist genau das Problem. Da ist jetzt die Sicht da über den Falken. Damit kann der Außenposten hier ganz am Rand ein bisschen reinschießen. Weil wenn der Außenposten noch mit dazu kommt, wird es etwas problematischer. Da kommen jetzt kurz die Ritter angecharged. Die Reiter sind dafür nicht genug. Der Dorfbohnen ist weg. Das heißt, das Projekt wird gestoppt. Weil das in der Kanoman Speer verfolgt. Der Außenposten wurde hier oben nichts. Ambo-Schützen werden mehr. Beide bauen da immer noch fleißig. Die Verfolgung läuft auch immer noch. Aber das wird der Speer verlieren, weil der kann zu diesem Zeitpunkt eigentlich viel zu viele Hitpoints. 300 HP, ja, hat den Speer auch bekommen. Dafür geht es hier weiter mit den Dorfbohnen. Auch Hauptsache der Außenposten ist dann weg. Der ist nochmal befüllt von den Reitern. Und drüben geht es rein mit den Lanzenreitern. Aber auch da komplett alle 10 Dorfbohnen am Platz im Königspalast. Die Security hat sich gerade die erste Reliquie aufgesammelt, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, Gebetszelt hat er da. Das sind 3 Reliquien, da ist die 4. Hat er hier oben irgendwann eine geklaut von seinem Gegner? Und hier Außenposten wurde eingerissen. Ich bin leider nicht sicher, wo die letzte Reliquie noch ist. Da ist sie. Ah ne, das war der Mönch, der die haben wollte. Aber wie Security hat den Mönch gesniped. So rum war das Drama also. Die lag dann... Da lag sie. Die lag da direkt nebenan. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Und hier geht's dann los. Restlichen 4 kann sich PC Cutie eigentlich recht gut sichern, weil er halt die deutlich bessere Position auf der Karte hat. Dessen braucht man momentan auf Vipers Seite erstmal einen weiteren Mönch. Klar, bringt jetzt nicht mega viel Gold, aber trotzdem will man das haben. Summiert sich eben vor allem über Zeit. 100 Gold pro Minute mehr hört sich noch nicht so viel an, aber wenn das Game halt dann doch mal 10, 15 Minuten läuft, 1000, 1500 Gold mehr zu haben, macht schon was aus. Einige wichtige Einheiten mit dabei, die man damit produzieren kann. Ansonsten Dorfbohnen technisch sind wir bei 41 zu 50. Aber BC Cutie findet es nicht so schlimm, dass er weniger Dorfbohnen hat, weil er hat die Steppenredoute. Das heißt, er bekommt da eben massig Gold rein. Okay, hier der nächste Mönch hat direkt Schwierigkeiten. Wird auch gefokust und ist weg. Der Ritter hat zu wenig Hitpoints. Die Lanzreiter setzen sich da doch. Kann mit dabei. Weitere Mönch steht hier hinten. Also bisher das Projekt Reliquien läuft für Viper so semi-gut. Hat die erste jetzt mal abgegeben. Währenddessen hat sich aber auch BC Cutie eine geschnappt. Der Viper hat da deutlich mehr Schwierigkeiten. Hat seine Ambroschützen, hat seine Ritter. Die Cutie macht da fleißig weiter. Hat jetzt da die nächste, glaube ich, eingesammelt. Eine war ja hier in der Ecke, da kommt sogar noch ein Außenposten. Schnappt sich auch die geweihte Stadt. Also er ist da voll unterwegs. Hat halt ja nach wie vor die viel krassere Position auf der Map. Geht die Ambroschützen. Jan kriegt den ersten, kriegt den zweiten. Dafür Konterfeuer von den Dorfbewohnern. Machen jetzt aber nicht so spektakulär Schaden. Ich meine, jedes bisschen hilft, ist da gerade so die Devise. Ein Ritter vorne, muss man ein bisschen aufpassen. Währenddessen schnappt sich BC Cutie auch die Wirtschaftsupgrades, doppelseitige Breitags- und Hortikultur. 15% mehr Sammelrate dann für seine Ecke.
Und da weitere Reliquie eingesammelt, geweihte Städte eingenommen, zwei Reliquien abgegeben. Die dritte wird da gleich aufgesammelt wahrscheinlich. Und die vierte ist es dann ja. Und Khan wurde gerade zerlegt, also die Armbrustschützen knallen auch damit rein. Trotzdem, nächster Angriff kommt direkt. Beastie Cutie spielt auf zwei verschiedenen Fronten. Macht hier mehr Stress und die Dorfbewohner, ja, schaffen es nicht, diesen Außenposten fertig zu bauen. Die Lanzenreiter sind gefühlt gerade überall. Am Ende sind es aber eigentlich nur zwei Stationen. Aber es sorgt für genügend Ärger und eben auch für genügend Ablenkung, dass sich Beastie Cutie den Rest der Karte schnappen kann. In der Zwischenzeit viele Außenposten hier nochmal gewachsen sind. Bodenstellungen, die da reinkommen. Man sieht auch, hier geht das Drama weiter. Also der überlässt der Viper nicht viel. Viper hat da wirklich gerade hauptsächlich Kontrolle über sein kleines Eck, seine kleine Basis. Und selbst da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, weil immer wieder Einheiten von Beastie Cutie ankommen. Das ist ja kein sonderlich entspanntes Game für die Viper. Beastie Cutie hat das Ding gerade besser unter Kontrolle. Wandert seine Schmiede gerade nach hinten ans Obo. Das aber gleich fertig ist eigentlich mit den Steinen. Reliquientechnisch sind es drei Stück. Die nächsten geweihten Städten werden dann noch eingenommen. Hier ist es halt aktuell eine. Da gibt es aber nochmal ein Dorfzentrum für die Viper. Okay, er geht also auf sein drittes tatsächlich. Beastie Cutie ist immer noch auf einem einzigen. Er kommt einfach Gold wie ein Irrer. Dann hat er nochmal die vierte, die er abgeben kann. Und darüber schon mal 300 Gold mehr. Drei geweihte Städten, dann wäre bei 600 Gold mehr pro Minute. Zudem hat er die Steppe reduziert. Beastie Cutie wird im Gold schwimmen, wenn das so weit ist. Und er schafft es erstmal auf das Dorfzentrum hier zu stoppen. Könnte sogar noch ein paar Fackeln draufwerfen. Das würde sich lohnen, weil das Dorfzentrum bekommt in dem Zustand ja mehr Schaden, wenn es noch im Bau ist. Ein Projekt Außenposten um die Basis rum ist so ziemlich abgeschlossen. Man sieht den gesamten Umkreis hier. Am Dorfzentrum wird nochmal versucht. Da kommt der Charge rein. Die Lanzenreiter gegen die Ritter. Aber da ist ein Ambroschütze mit dabei. Die Lanzenreiter sind dann doch angeschlagen. Außenposten hilft die erstmal nicht wirklich aus. Beastie Cutie. Okay, verbesserte Belagerungstechnik. Da kommt dann gleich ein etwas heftigerer Push. Und in der Zeit nimmt er eben die geweihten Städten noch mit ein. Hat gleich alle drei. Hat jetzt auch die letzte Reliquie abgegeben. Und dann kann er seinen Fokus komplett nach vorne richten. Khan respawnt. Hier geht es nochmal den Go auf ein paar Dorfbewohner. Aber das wird zu weit geschützt. Man sieht auch, der Volley, der da immer fliegt, die Lanzenreiter überleben das nicht. Nochmal weiter abgegradet Holzreservierung. Und noch mehr Holzsammelrate für Beastie Cutie. Und hier wird weiter gekämpft, aber da auch wird ein paar Einheiten. Da passiert nicht viel, außer dass er den Kampf verliert. Der Außenposten macht jetzt auch nicht so viel. Aber eben, es ist alles Vorbereitung für ihn. Cutie hat jetzt da viele wichtige Schritte schon durchgezogen. Es kommt noch ein Upgrade für seine Speerkämpfer, damit er was gegen die Ritter hat. Und Fernkampfrüstung. Baut selber Armbrustschützen, währenddessen auch Viper gerüstet, weit auch mit Wirtschaftsupgrades und natürlich bauten Massen auf Dorfbewohner. Das sind wir inzwischen bei 66 zu 53. Vorsprung von 13 aktuell. Aber wie gesagt, goldtechnisch steht Beastie Cutie halt massiv. Der bekommt doppelt so viel Gold pro Minute und sammelt mit 10 Dorfbewohnern zu 6. Also er sammelt auch ein bisschen mehr. Aber er kommt dann einfach auch so viel mehr rein. Man sieht auch, dass gleich, dass sich das anstaut. Er ist jetzt schon bei 1600 Gold. Das ist bei den Mongolen immer so krass, wie schnell das geht. Wenn Steppenredut und eben ein bisschen passive Goldgenerierung mit dabei ist. Steppenredut wurde gerade fertig mit der ersten Ader. Man muss weiter zur nächsten. Da haben sich ein paar Weiden gestapelt. Ober wurde jetzt inzwischen auch versetzt. Das hängt noch weiter hinten inzwischen. Einfach große Steinader leer saugen. Und erforscht das Upgrade für die Mobilität. Dass die Gebäude schneller unterwegs sind. Das haben wir hier einen toten Schamanen. Der wird niedergecharged. Und die geweihte Stätte soll neutralisiert werden. Währenddessen kommen noch weitere Upgrades, gerade auch hier Veteranen-Upgrade für die Bogenschützen, Nahkampfschaden und noch ein Upgrade für die Waffenknechte von Vorhut auf Früh. Dann auf Normal, da hat man als Engländer recht viel zu tun. Man bekommt zwar die Waffenknechte schon ab dem ersten Zeitalter, aber dafür muss man natürlich auch alle Upgrades mitziehen, bis die auf ihre Stufe der Ritterzeit sind. Braucht alles ein bisschen Zeit und Geld. Antwort ist jetzt damit den Lanzenreitern, um die Ritter zurückzuschicken. Geweihte Stätte bleibt also erstmal im Besitz von Beastie Cutie. Viper trotzdem, er hat sein drittes Dorf, zumindest Dorfbewohneranzahl wächst, Anzahl an Feldern wächst. Frage ist bei ihm, wie sieht es goldtechnisch aus? Die Goldart ist leer, seine nächste ist hier hinten, wo das zweite Dorfzentrum ist. Das Gold hat er gerade noch. Weil aktuell, ja, Positionsentscheidung auf der Karte verhältnismäßig wenig. Sogar hier kam irgendwie nochmal Außenposten zustande, die sich wie Beastie Cutie den fertiggestellt hat. Aber er hat es geschafft anscheinend. Da läuft der Verbrecher dafür. Der ist dafür verantwortlich und er wird dafür gerade... Nein, er wird noch ein bisschen gequält, jetzt wurde er gleich dafür bestraft. Für die Aktion. Hat das Projekt zwar fertig gebaut, aber hier geht's jetzt los inzwischen mit dem ersten Mangonel. Also dafür haben die verbesserte Belagerungstechnik gesehen.
Kann der Viper da genügend Antworten mobilisieren? Wieder hat er auch Schwierigkeiten an seinem Dorf zu nehmen, wird gerade vor allem von der wichtigen Gold hat er weggescheucht. Wie man sieht, Viper hat nicht das Gold. Er ist bei 200. Das ist ziemlich schnell ausgegeben, wenn ihr anfängt, Waffenknechte zu bauen. Oder wenn ihr vorhat, Konterbelagerungswaffen zu setzen. Einfach alles, was irgendwie ein bisschen Gold kostet. Auch Schmiede-Upgrades werden da schwierig, wenn er die Goldversorgung nicht hat. Und dann sammelt er auch nicht so viel. Erstmal gibt es hier einen Bergfried. Er will den Weg komplett erzählen. Problem ist, der Angriffswinkel ist gerade hier. Also weit weg vom Bergfried. Die Cutie schiebt sich da einfach Stück für Stück jetzt vorwärts. Hier die Rotenstellung wehrt sich gegen die Ritter. Kann das sogar noch eine Weile schaffen. Reicht das für den ersten Kill? Nein, reicht nicht für den ersten Kill. Also sie wird das jetzt wahrscheinlich verlieren. Vielleicht direkt den Kill kriegen müssen. Ja. Aber die DPS mit den Fackeln weniger. Hier trotzdem mal die Lanzenreiter sind mal reingegangen und haben ein paar Dorfbewohner zerstört. Bergfried ist aber fertig. Das heißt, Lanzenreiter werden aufgehalten. Wir sind jetzt bei 89 zu 61. Was nicht überraschend ist, der Viper massiv vorne in den Dorfbewohnern. Baut es hinten noch einen Marktplatz, um seine Ressourcen zu tauschen, weil er hat relativ viel Nahrung, aber ihm fehlt es an Gold, ihm fehlt es an Holz. Problem ist, er verliert hier gleich mehr Gebäude. Ja, das ist ein wie schwimmt im Gold. Der weiß gar nicht, wohin damit. Und tatsächlich, der Außenposten hat gehalten. Er steht noch und die Ritter sind alle umgefallen. Also das hat für ihn funktioniert. Ja, sieht schlecht aus für das Kloster. Und hier sind halt direkt Wahrzeichen. Also die drei Wahrzeichen sind hier nicht weit weg voneinander und alle mehr oder weniger in der Reichweite von dem Mangelers. Und da gibt es eben Projekt Außenposten, sich näher ranschieben, mehr Belagerungswaffen hier hinten bauen. Wer das nicht hier oben. Da ist auch noch eine Rotenstellung, die ein bisschen nervt. Das sind auch noch die Sperrkämpfe unterwegs, die kriegen sofort den Ärger ab. Der Bergfried, wenn das auf. Ne, der baut einen eigenen Triebhock gerade, der wird zur Produktion genutzt. Der Engländer Vorteil, den man hat. Aber ja, das Hauptproblem ist immer noch hier vorne, dass halt die wichtigen Gebäude gerade leiden. Mehr und mehr. Die Ratshalle kriegt da mehr Ärger. Drittes Mangonel kommt nämlich jetzt mit dazu. Also der Belagungsschaden wird mehr. Und währenddessen BCQD kann sich immer noch viele Ressourcen schnappen. Man sieht auch, er sammelt nicht mehr viel Gold manuell, weil es nicht muss. Er bekommt wahnsinnig viel Passiv, hat jetzt trotzdem noch mehr als der Gegner mit 5 zu 21, was da am Gold arbeitet. Aber einfach ja, passive Generierung plus Bonusgold kann da easy mithalten. Und Gold hat auf Vorrat. Erstmal jetzt hier für The Viper hinten die Außenposten wegkriegen, die gerade seinen Zugang zu Ressourcen stoppen. Wobei auch er das Problem haben wird, der goldtechnisch. Die Goldader, wie lange hält sie noch? Sie ist bei 1700. Also sie hält nicht mehr lange. Die Ratshalle brennt gleich nieder. Oh ne, liegt wahrscheinlich nochmal ein Stein. Ja, da ist die Ratshalle weg. Die Reliquie liegt natürlich jetzt auch nur noch rum. Also da kommt dann auch nichts mehr an Gold rein. Das wird ein Problem für der Viper langfristig. Außer er kann jetzt hier tatsächlich seinen Befreiungsschlag setzen. Sein Militär sammelt sich. Wartet auf den Angriffsbefehl quasi. Wann können wir hier rauspushen? Wann können wir hier eine Antwort geben auf diese Belagerung? Es sind viele Rutten aber auch mit dabei. Jetzt ist nicht nur eine Menge, hauptsächlich Rutten, die da mit drinstehen und einfach jetzt fröhlich um sich schießen. Aber wir werden auch die Sperrkämpfe ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, weil die Rutten, ja, sie machen nicht den geilsten Schaden gegen Einheiten, aber trotzdem 30 tut halt schon weh auf der Einheit. Die Waffenknechte halten sie ein bisschen mehr aus. Sperrkämpfe 110. Merken das ein bisschen mehr. Und das stimmt, da steht natürlich noch die ganze Truppe. Man sieht, dass die tanzen gerade im Kreis um das nächste Mangonel. Sieht immer toll aus. Und das mit vielen Einheiten. Ah, es wurde direkt ein Triebhock gesniped, um eben zu verhindern, dass der Gegner die Außenposten wegräumt. Also, BCQD macht das eben mit System. Das ist sein Rückfallpunkt. Er will, dass Viper ihm hier reinläuft. Weil warum knallt er die ganzen Außenposten hin? Viper wird dann von allen Ecken beschossen. Und da kommt der weitere Mangel jetzt auch mit dazu. Und hier, das Dorfzentrum leidet als nächstes. Sieht nicht mehr sonderlich gut aus. Währenddessen gibt es einen kleinen Ausbruchsversuch hier oben mitten im Bergfried. Also das kann er sich zwar schnappen, aber das löst halt der Vipers Problem nicht. Sein zweites von drei Wahrzeichen fällt hier gleich um. Das ist gerade seine Hauptherausforderung. Die Mangen leben gerade auch schon Kurs auf die Infanterie. Versuchen es zumindest, haben aber gerade keinen Erfolg. Die vier Mangonels, ja. Das hat schon sehr viel Schaden. Es ist Reparatur mit dabei. Also Viper kümmert sich schon darum, das Ding irgendwie am Leben zu halten, aber er kriegt halt sehr viel Schaden davon ab. Und wenn das ein Snipen, die Rutten, die Dorfbewohner aus das Ding rappen, das ist so Beastie Cutie mit sehr viel Auge fürs Detail. Und da gibt es tatsächlich die Stadt, erstmal der Ansturm von der Infanterie mit den Bogenschützen. Die Mangeln bringt es ja, wenn es sind drei Mangeln inzwischen. Da fliegen viele Steine auf die Fernkampfunterstützung. Jetzt ein bisschen Nahkampf kommt dran an die Mangeln, versucht die als erstes loszuwerden. Von der Seite kommen die Dorfbewohner, um die Rutten loszuwerden. Aber jetzt geht es rein eben in die ganzen Außenposten. Das heißt, noch mehr Rutten schießen damit drauf von allen verschiedenen Seiten. Und die Infanterie von der Viper sieht nicht so aus, als ob sie das Problem lösen kann. Genauso wie die Dorfbewohner auch wegstauben bei der Aktion. Die Rutten leben tatsächlich immer noch, vor allem die Mangonels leben noch. Und auch nur den Mangi ist noch mit dabei. Und da fällt gerade auch, nee, das hat sich gerade erlebt, das war gerade das letzte Wahrzeichen, das gestorben ist. Damit war es, glaube ich, sogar Eliminierungssieg und nicht mal GG, weil einfach das Gebäude runtergefokust wurde. Kein Wahrzeichen mehr über.
Ja, und da steht das auch, es war ein Wahrzeichensieg. Also es war wirklich nicht von Viper rausgegangen, sondern Wahrzeichen ging kaputt. Und damit hat das Spiel automatisch verloren. Man hat sogar ganz am Ende noch kurz das Dong gehört von dem Sieg der geweihten Stätten, weil der lief ja auch. Also die war mit mehreren Siegbedingungen unterwegs. Und hat da der Viper einfach erdrückt. Der hatte zwar wirtschaftlich sich einiges aufgebaut, aber konnte nicht so recht davon profitieren. Und hatte einfach nicht die Ressourcen. Der Viper musste dann seine Nahrung eintauschen, um andere Ressourcen irgendwie zu kriegen, weil ihm fehlt es halt, ja, wo ist Gold? Da ist Gold. Und der Viper war da in einem ganz anderen Level als Beastie Cutie. Ein bisschen Beastie Cutie war in einem ganz anderen Level als der Viper. Somit das 1-0, das geht an Beastie Cutie. Und wir schnappen uns die nächste Karte. Wir machen weiter auf Lippany. Beastie Cutie hat jetzt die Franzosen geschnappt. Und auf der Gegenseite beide Viper, die Abbasiden-Dynastie. Schön kleines Plateau. Und da ist ein Wolf drauf. Und sein Kollege wartet unten. Hier ein Aufgang. Und der Rest ist Insel. Nur strategisch leider nicht wirklich wichtig, denn passiert nicht viel in der Ecke. Ja, beide wieder am Schafe suchen. Wölfe können getrost ignoriert werden, fressen dann eventuell später mal einen Imam oder einen Mönch. Wenn wir so weit kommen, das ist natürlich die andere Frage. Dazu müssen wir es erstmal in die Ritterzeit schaffen. Da kommt das Haus der Weisheit. Die beiden sammeln ihre Ressourcen. Early Game wird verhältnismäßig ruhiger ausfallen. Für beide besteht natürlich die Option, auf ein weiteres Dorfzentrum zu gehen. Ich meine, bei den Abbasiden sieht man es sehr häufig, dank frischer Lebensmittel. Und tatsächlich, Beastie Cutie kann das quasi mitziehen und hat dann den Vorteil, weil er Franzosen ist und natürlich schneller baut, schneller Dorfbewohner produzieren kann. Also bin gespannt, ob er auch denselben Weg wählt oder ob er versucht, der Vibe unter Druck zu setzen. Weil es ist auch für der Vibe natürlich noch die Option, da dass er selber mehr auf Truppen spielt. Weil der Vibe ist jemand, der gelegentlich aus dem Metagame rausfällt, der einfach sich eigene Strategien entwirft und die dann durchzieht, die auch überraschend krass sein können. Also wenn jemand mit einer überraschend starken Strategie um die Ecke kommt, dann ist es der Viper. Das übliche Speergedöns. Mühle wird gebaut und Kavallerieschule wird hochgezogen. Währenddessen läuft der Wirtschaftsflügel. Bisher ist am Gold weiter noch genervt, aber der Speer schafft alleine da nicht sonderlich viel. Die nächsten Steine wären hier drüben, wurden bisher nicht angegangen. Der Flügel ist gleich fertig. Also alles soweit so gut, läuft seine normalen Wege, Speer jagen sich da gegenseitig ein bisschen. Und vor der Zeit ist auf beiden Seiten jetzt aktiv. Weiterhin, Steine sind nicht interessant für den Viper, also wird wohl ohne weiteres Dorf dann kommen. Tatsächlich ist Lebensmittel zuerst mal unterwegs und Kaserne kommt. Also er baut eine Antwort auf potenzielle königliche Ritter. Und dann eine unterwegs, viel mehr kann sich Beastie Cutie auch gerade einfach nicht leisten. Dinge kosten so viel. Und damit Speerkämpfer dauern auch einen Augenblick. Hätte dann natürlich noch Möglichkeit vom Phalanax-Upgrade. Das könnte sich dann der Viper schnappen, das macht es ein bisschen einfacher. Doppelte Angriffsreichweite für Speerkämpfer hat schon einiges, aber braucht halt Zeit, das Upgrade zu erforschen. Geld, erstmal kommt das Upgrade auf erprobt, auf Stufe 2. Und ja, Steine werden nicht angerührt von beiden Seiten. Das heißt, wir bleiben auf einem Dorfzentrum. Wirtschaft nicht der Hauptfokus, sondern es wird mehr ins Militär investiert. Da sind wir auch noch ein Stall, der mit dazu kommt. Und es ist jetzt hier der Viper, der wieder mal belagert wird und der den Stall nicht fertig bauen kann. Vielen Dank. Kleinen Augenblick. Dafür fliegen ein paar Pfeile auf den Ritter. Weiter Ritter wird gebaut und die sind ja auch schon mit Bogenschützen unterwegs. Den Schießstand mit dazu geschnappt. Nächste Einheiten stehen jetzt hier draußen. Also er will auf jeden Fall mehr Präsenz zeigen. Er will wieder Viper nicht sein Spiel spielen lassen. Und versucht ihn zu belagern. Gerade sowas, man sieht, dass Speerkämpfer hat sich rauslocken lassen. Beim Rückzug kriegt er ein paar Schläge ab. Dafür aber hier, nächste Ritter geht rein. Aber auch da fliegen massig Pfeile. Kostet halt auch jedes Mal die Dorfbewohner. Wir müssen jedes Mal kurz raus, die Pfeile, kurz von der Arbeit weg, die Pfeile schießen und dann wieder raus aus dem Dorf und zurück an die Arbeit. Kostet alles auch ein bisschen Ressourcen. Wirkt sich nicht ganz so krass aus, aber ist halt Zeit, in der die Dorfbewohner nicht arbeiten. Das summiert sich eben, je öfters das passiert und je mehr Dorfbewohner man dafür verwenden muss. Die Produktion geht auf beiden Seiten immer noch weiter. Also doch recht früher Kampf hier geplant. Und da kommt auch der erste Außenposten. Also tatsächlich Beastie Cutie ein weiteres Mal mit Außenposten unterwegs. Versucht Viper so viel möglich auf die Nerven zu gehen. Außenposten wurde jetzt auch gefunden. Puppe ist ein bisschen weit weg, um das zu unterstützen. Der Dorfbewohner lebt gefährlich. Nein, die Reiter laufen dran vorbei. Jetzt merken sie das. Und können das... Haben die den Schaden, um das zu stoppen? Dorfbewohner läuft schon mal panisch weg. Unterstützung kommt aber erstmal nicht mehr dazu. Das ist nur der Speer, der macht nichts. Dorfbewohner wird jetzt verfolgt. Der hat ja leicht den Außenposten durchgezogen. Bin nicht sicher, ob er das geschafft hätte. Jetzt wird er zumindest mal unterstützt. Hier außen
Geht's jetzt doch Richtung Steinvorkommen? Das ist halt weiter weg vom Dorf. Das heißt, die Dorfbewohner hier sind in Gefahr. Die können direkt angecharged werden und werden sie auch. Erster Kill. Ja, passiert auch. Dorfbewohner fällt. Der Ritter lässt sich aber dafür weiter reinlocken. Außenposten wird hingegen nichts. Ja, Außenposten wird niedergebrannt. Und Dorfbewohner lebt aber noch. Wurde nach hinten gezogen. Bogenschützen versuchen sich da irgendwie den Weg zu stellen. Dorfbewohner wird weiter verfolgt. Hat noch 5 Hitpoints. Sollte hier gleich fallen. Geht auch drauf. Dafür sind die Reiter jetzt nicht in der schönsten Position zwischen den Rittern drin. Sperrkämpfer brauchen ein bisschen länger. Bogenschützen werden dafür aber zerlegt. Das heißt, die Sperrkämpfer können jetzt auf die ganzen Ritter anchargen. Und da kämpft Beastie Cutie noch einen Augenblick. Steht da nochmal ein paar Hitpoints dabei. Wie sieht es hier unten aus? Was macht der Ritter noch? Der lebt noch und hat einen weiteren Dorfbewohner erwischt. Nur noch 10 Hitpoints. Aber hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Und wir sind jetzt bei 28 zu 32 Dorfbewohnern. Also 4 Unterschied. In diesem Zeitpunkt ist so... Zwei Dorfbewohner sind einfach durch die schnellere Bauzeit der Franzosen und die anderen beiden sind einfach gesnipte Dorfbewohner gewesen. Wobei einen hat auch Beastie Cutie verloren. Also hat er etwa 3 Dorfbewohner gerade zerlegt. Und hier wieder mal Kampf mit der Kavallerie gegen die Sperrkämpfer. Es macht halt wenig Spaß. Ritter 1 bekommt das zu spüren. Ritter 2, ja, lässt sich nochmal rundherum einmal anpieksen. Das ist schön. Man möchte ja, dass man von allen Seiten das ansticht. Dann geht das im Ofen einfach besser auf. Ist bei dem Ritter quasi genauso. Genau hier unten, der Ritter hat inzwischen den Löffel abgegeben und der Speer versucht jetzt noch panisch wegzulaufen. Also mehrere Verluste hier, kostspielige Verluste für Beastie Cutie. Viper kämpft sich hier zurück mit der Map-Position und baut hier erstmal weitere Häuser, gibt wieder mehr Holz ab und kann endlich in Ruhe Steine sammeln mit ein bisschen Begleitschutz. Währenddessen hatte ich hier erfolgreich das Nahrungssammeln ein bisschen findet, aber dann am Ende mit den Bogenschützen, den Reinforcements wird der Rest seiner Truppe auch zerstört, wobei die Reiter haben sich zurückgezogen. Schießstand und Stall wird nochmal aufgerüstet, also doppelte Produktion, Einheitenproduktion für Beastie Cutie. Ressourcen werden nicht gespart, dafür Außenposten von der Viper in der Mitte der Karte. Und er sammelt weiter Steine, hat auch Holz zu versetzen. Das wird wahrscheinlich dann doch ein zweites Dorf sein, weil es dauert einfach ein bisschen. Da kommen gerade Einheiten von verschiedenen Ecken angelaufen. Alles mit Speeren in der Hand, um hier vorne die Position zu halten. Währenddessen wollte, wie man sieht, auch Beastie Cutie Steine sammeln. Ist aber bei 177 stehen geblieben erstmal. Wollte da wahrscheinlich noch mehr oder wollte einfach Stellungen in seinen Außenposten bauen. Die Außenposten, die er aber nicht wirklich fertig bekommen hat. Und hier drüben sieht man eben das zweite Dorfzentrum. Das jetzt mal dazu kommt direkt an der nächsten Nahrung. Das ist nochmal die nächste kleine Steinquelle nebenan. Das ist ja Bogenschützen, Ritter gegen Reiter, Sperrkämpfer. Immer noch dasselbe Matchup von den beiden. Und die Mühle kann aber noch nicht so vernünftig arbeiten. Es sind jetzt 3 Dorfbewohner dran, aber es läuft nicht so optimal. Beastie Cutie, er hätte natürlich gerne mehr belagert, aber er kann einfach nicht zu viel mehr. Weitere Ritter, der da durchläuft. Okay. Ist immer schön, wenn er nicht aneinander vorbeilaufen. Aber es ist halt, man ist mit der Kamera gerade woanders und muss sich um andere Dinge kümmern. Am Ende funktioniert Multitasking bei sowas nicht. Man... Oh Gott, das wäre mal eine Idee. Ein Strategiespiel, wo man 2 Bildschirmhälften hat, die man auf verschiedene Sachen einstellen kann. Aber ich glaube, das wär fürs Gehirn komplette Überforderung. Weil man kann einfach nicht so getrennt Informationen sinnvoll verarbeiten. Also ja, man kann das schon, aber es funktioniert einfach nicht effizient. Und tatsächlich, wir sehen hier gerade, wird der Highground ausgenutzt mit dem Speer. Da, Viper wagt da einen Blick ins offene Tal. Sieht die ganzen Einheiten, sieht die ganzen Dorfbewohner und hinten wird gerade eine Schmiede fertiggestellt. Hier geht es weiter mit Außenposten. Und auch hier. Ja, so Viper hat sich da einen recht guten eigenen Scouting-Ring aufgebaut. Sieht, was so abgeht. Hat auch nochmal 180 Steine und sammelt auch noch weiter. Gibt das nochmal Dorfzentrum mehr. Ist nicht mal weit weg davon. Die Sperrkämpfer laufen hier einfach mal ganz frech rein. Und wollen sich um die Dorfrunde kümmern. Und das tut gerade weh. Erste Peaks für den Schaden, zweite Peaks und dritte Peaks für den Kill. Das hat 3, 4, 5 Dorfbewohner schon gekostet. 5 Stück, glaube ich, sind das, waren 4 und oben liegt der 5. Sperrkämpfer kommen sogar für die Aktion wieder raus, also hat sich direkt gelohnt. Wenig Einsatz, viel Wirkung, 42 zu 39 Dorfbewohner jetzt aktuell. Der Beastie Cutie jetzt hinten, dafür den Speer, verliert den der Viper, ne, den kann er auch erstmal noch am Leben halten. Also läuft alles gerade ziemlich gut für ihn. Weiteres Dorfzentrum aktiv, wow, hat hier aber gerade nochmal Ärger mit Rittern, die noch hochgekommen sind. Hat zumindest noch ein bisschen Platz im Dorfzentrum. Die Ritter halten da so viel aus. Dreierfahrenkampfrüstung momentan. Außenposten hier zwar stehend, aber da ist noch keine Stellung aufgerüstet. Das heißt, der kann sich nicht wehren. Der gibt gerade hauptsächlich Vision.
Oben währenddessen sind die Speerkämpfer mit den Reitern unterwegs. Die wollen jetzt die Bogenschützen haben. Die haben den Speer zuvor noch zerlegt, aber jetzt sind die Bogenschützen auf offenem Feld gegen Reiter und haben da keine eigene Unterstützung. Ritter kommen so langsam mit dazu, aber das wird den ein oder anderen Bogenschützen kosten. Der dritte, vierte, fünfte geht da gerade schon drauf. Und jetzt sind die Speerkämpfer ein bisschen weg. Wobei, es ist nur ein Ritter mit drin. Also die Reiter können trotzdem noch einiges machen, aber es fliegen auch viele Pfeile von verschiedenen Seiten. Der Außenposten hilft auch mit aus. Die Speerkämpfer gehen wieder auf die Dorfbahn oben an der Goldader und wollen mit denen ein bisschen Party machen. Aber die Dorfbahn haben überhaupt keine Lust drauf, laufen da schon frühzeitig weg. Und die Reiter werden hier Stück für Stück zerstört, aber es kostet auch einige Bogenschützen. Währenddessen sind hier noch mehr Ritter allerdings drin. Also da gibt BCQ das alles gerade zurück, was er vorhin mit den Speerkämpfern abbekommen hat. Das sorgt jetzt ja auch für Safe Life. Man sieht, da sind drei tote Dorfbewohner, da ist nochmal einer. Da sind auch drei, vier, fünf umgefallen. Also das tat jetzt auch weh für der Viper. Das sind jetzt bei 41 zu 43. Es ist BCQ, die wieder vorne in Sachen Dorfbewohner. Knapp, aber er ist vorn. Und nochmal zwei Wölfe mit dabei. Die leben aber nicht lange gegen die Ritter. Die Ritter werden weiter verfolgt. Es ist ja nach wie vor Doppeldorfzentrum, es ist sogar Triple-Dorfzentrum, was der Viper am Start hat. Also das Nachbauen geht ziemlich fix, aber es kostet alles weitere Ressourcen. Das sind mehr Einheitenproduktion immer noch bei ist die Cutie. Die Ritter hier warten aber noch. Wollte auch das. Genau, er hat das Ritterturm Upgrade. Ich musste aber auf den Spiel umstellen, quasi. Der das Upgrade auch hat. Und dann sieht man das Plus quasi. Ich sehe dann auch auf der Gegenseite, dass es. Das verschwindet dann normalerweise. Gut, jetzt hat er eh Schaden bekommen, aber man sieht auf jeden Fall, dass die Hitpoints hochgehen. Aber irgendwie, da blendet das dann nur dann ein, wenn man bei dem Spieler mal kurz ist. Lustigerweise, dann bleibt es dann auch. Vielleicht so lange wieder noch ein Vision ist. Nicht sicher, wie das genau gehandhabt wird von der. Von der Engine. So, hier weit draußen Bossen abgerissen werden. Den einen hat es ja schon erwischt. Der nächste ist da fällig. Und hier unten nächster Außenposten in Gefahr. Wobei, da kommen die Speerkämpfer gerade angelaufen. Die Dorfbewohner sind erstmal quartiert. Der Kampf, da passiert eh nicht viel. Hier der Speerkämpfer hat den Kampf verloren, aber das war zu erwarten. Währenddessen fliehen hier die Ritter den Kampf. Also es geht schon viel kaputt gerade. Und die Security mobilisiert für einen weiteren Angriff. Und er hat eben die Schmiede mit dabei. Hat das sich den Rambock? Ja, er hat sich die Belagerungsfachkenntnis geschnappt. Es kommt ein Rambock mit dazu. Die Jude hat momentan nicht im Sinn, irgendwie im Zeitalter höher zu gehen oder ein weiteres Dorfzentrum zu holen, sondern er greift jetzt hier an. Der Gegner hat dreifach Dorfzentrum, baut dann noch einen Marktplatz mit dazu. Kann der Viper genug mobilisieren für die Verteidigung. Er geht nämlich jetzt gerade sogar noch auf den nächsten Flügel. Da steckt sehr viel Geld drin. 1200 Nahrung, 600 Gold, was eben jetzt gerade nicht in Einheiten fließt. Und er weiß, doch er sollte davon teilweise wissen. Außenposten haben das noch am Rande mitgekriegt. Also ist es sich seine Sache so sicher, dass er das halten kann. Er rüstet auf jeden Fall Schießschaden nach an verschiedenen Stellen. Er baut gerade einen einzigen Speerkämpfer. Das könnte ein bisschen wenig sein, gegen das, was hier alles auf ihn zukommt. Bis der Jude nochmal mit dem Speer, nochmal mit einem Rambock und geht das erste Dorf zu dran. Da kommen die Dorfbewohner jetzt entgegen. Die sollen dann direkt gesniped werden, dass sie es gar nicht erst schaffen, an den Rambock ranzukommen. Ja, die Ritter stürzen damit nach vorne und gehen die Dorfbewohner an. Die werden weiter nach hinten einquartiert. So, da geht's weiter mit den Ramböcken. Rönt und Dorfbewohner gerade rum, aber es gibt ja Probleme, wieder ausgeladen mit den Dorfbewohnern. Rambock 1 kriegt ein bisschen Schaden ab, aber das Dorfzentrum leidet. Die Ritter sind weiter unterwegs. Und hinten, Außenposten versucht sein bestes. Speerkämpfer sammelt sich hier vorne. Der Viper baut gerade noch mehr Dorf. Er baut mehr Dorfbewohner gerade. Militär tut sich gerade nicht so viel. Aber vielleicht das erste Dorfzentrum. Wir kommen auch seine ganzen Dorfbewohner hier kurz raus und müssen abhauen. Textilien-Upgrade kommt jetzt. Das könnte vielleicht noch ganz wertvoll werden, weil er braucht quasi die Dorfbewohner für die Verteidigung. Und er versucht natürlich auch ein bisschen Zeit zu schinden. Er hat die Ritterzeit unterwegs. Wenn er die durchbekommt, hat er richtig gute Möglichkeiten für eine Verteidigung. Momentan klopft er aber Beastie Cutie weiter an. Bringt seine Bogenschützen noch in Position, mit dem die Dorfbewohner es nicht wagen, hier die Fackeln auszupacken oder auch die Speerkämpfer. Die Speerkämpfer versuchen es gerade. Rennen ran. Aber sofort Reaktion oben. Das sind der Rest der Ressourcen. Wird gerade mehr oder weniger unten das Einkommen von Viper ist nicht viel los, weil er halt an allen Zeiten ist gerade gestört. Da kommt dann ein Außenposten mit dazu. Jetzt ist endlich die Ritterzeit da und sofort geht's hier in Lanzenreiterproduktion. Dass man eben was hat, was gegen die ganze Truppe bestehen kann. Trotzdem einfach wird das für den Viper nicht, weil er wird dabei noch weiter ein bisschen leiden. Verliert er den Außenposten am Gold, den ersten. Unten gibt es auch noch ein bisschen Ärger. Tatsächlich sind keine Dorfbewohner mehr übrig, aber der Außenposten ballert noch. Nächster Außenposten hier im Visier an der Goldader. Ganzen Reiter kommen so nach und nach mit dazu, es werden mehr gebaut. Die Tüti rückt weiter vor, nimmt nochmal weitere Dorfbewohner auch mit. Also wirtschaftlich ist Viper da immer noch angeschlagen. Er konnte jetzt ein paar Netten bauen, jetzt will ihm das Gold für weitere Lanzenreiter. Also er kann gar nicht mehr bauen. Er hat noch einen Marktplatz, also er kann noch ein bisschen handeln.
von den Ressourcen, die ihr braucht. Aber weitere Dorfbrunnen werden da zerlegt. Das merkt man bei 61 bis 57. Also BCQD ist fast dran. Bei der Vibe hat noch viele Dorfbrunnen, die gerade nicht mal wirklich arbeiten können, weil halt überall Ärger ist. Die räumt gerade immer noch den Außenbezirk weg, mehr oder weniger. Und arbeitet sich zum nächsten zusätzlichen Dorfzentrum mit an. Versucht das rauszunehmen. Ja, klopft jetzt da gleich voll drauf. Der nächste Ramburg ist im Bau. Lanzenreiter warten hier. Ramburg ist jetzt ein bisschen weiter vorne. Die Bogenschützen stellen sich einmal in Linienformation. Und die Lanzenreiter machen auch ein paar Fackeln. Aber es ist nicht genug für den Viper. Er muss diese Dinger loswerden, bevor das hier eskaliert. Und da hat sich Bisigulatz jetzt mal zurückgezogen. Hat seine Ramburg alleine gelassen. Der erste fällt. Zweiter nimmt sehr viel Schaden. Liegen viele Fackeln. Zweiter Ramburg ist auch fast vorm Auseinanderfallen. Der Ramburg oben wurde nicht fertig gebaut. Also an sich keine schlechte Verteidigungsrunde für den Viper. Kriegt jetzt auch den anderen Ramburg. Hatte genügend vom Rest, ist die Frage. Sind die Lanzenreiter, die er hat, und die Speerkämpfer genug, um sich zu Wehr zu setzen? Die Speerkämpfer gehen nämlich jetzt gerade nach vorne gegen die Bogenschützen. Die waren dabei halt einfach aufgesammelt. Die werden den Kampf nicht überleben. Die Lanzenreiter hinten, da hat auch einer gerade den Kopf verloren. Also das klappt dann trotzdem nicht. Die Fackeln fliegen jetzt wieder. Ramburg wird gleich wieder in der Fertigkeit. Der nächste, der Außenposten, kommt immer dazu. Kriegt Schießschaden einfach viel mehr Feuerunterstützung. Jetzt kommt das Flanax-Upgrade für die Reichweite der Speerkämpfer. Jetzt, wo fast keine Speerkämpfer mehr hat. Das ist ziemlich bitter gerade hier für den Viper. Er baut gerade noch Kamelreiter, dass er da noch irgendwie was machen kann. Aber Problem ist, der nächste Stockton wird hier gerade mega abgerissen und seine Lanzenreiter haben trotzdem Schwierigkeiten, gegen die königlichen Ritter zu bestehen. Die sind ein Zeitalter hinten, aber trotzdem die Masse macht und natürlich die Feuerunterstützung der Bogenschützen hilft ebenfalls. Dorfbrunnen laufen jetzt wieder panisch weg. Hinten wird jetzt nochmal wichtiges Gold gesammelt. Aber Viper sagt jetzt schon, das kann er so nicht mehr retten. Damit ist es das GG und das 2:0 in dem Fall für BCQD. Wieder mal pusht sehr unnachgiebig und möchte Viper eben nicht zu viel zulassen. Das war Lipany. Und ja, der Viper Dorfbrunnen schlief das sicher ziemlich schön für eine Zeit lang. Aber ja gut, er hat da schon ein paar Verluste gehabt. Dann ist es stagniert und eben militärisch kam er halt nie so ganz ran. Seine ganzen Speerkämpfe dann verloren und dann war die Kluft dann einfach schon zu groß und somit erweitert ist die QT einmal seine Führung und wir gehen in die nächste Karte. Jetzt sind die Abbasiden bei BCQD. Wir sind hier auf Ausblick und der Viper mit dem Sultanat. Tatsächlich, wir sind auf Ausblick und keiner von den beiden spielt Ruß. Das ist ein bisschen überraschend. Bin mal gespannt, was sie draus machen. Gerade mit Delhi. Optionen gibt es einige. Kann es sich. Ich bin mit Delhi da nicht schwierig. Also, er hat damit eine Geweihteschütte, die ist deutlich einfacher zu schnappen. Die in der Mitte ist halt die in der Mitte. Dafür die andere, die dritte, ist sehr, sehr schwer zu kriegen auf der Karte, finde ich. Im Vergleich zu anderen. Das ist meistens. Ist die meistens noch ein bisschen weiter innen. Da auf Ausblick liegt die schon sehr in der Ecke quasi Richtung Gegner. Also, wenn der Gegner sich da frühzeitig in die Richtung bewegt, kann er eigentlich auch die geweihte Stätte blocken. Aber mal abwarten. Viper wird sicher einen gewissen Plan haben, was sich hier vorhat. Erstmal gibt es ganz normal Ressourcen, Spielaufbau, Schafe sammeln. Aber da wir bei beiden Seiten Bonus auf die Bärensteuer haben, gilt für beide Seiten auch erstmal Bärensteuer sammeln. Kommt der Wirtschaftsflügel mit dazu. Und die Frage ist dann, schnappt sich BCQD-Stein? Will er weitere Dorfzentren? Währenddessen ist die Moschee natürlich fleißig am Erforschen. Da kommt der Glaubensdom. Es geht vorwärts gegen Freude der Allzeit. Der Wirtschaftsflügel dauert nicht mehr allzu lange. Wer scoutet die Umgebung ab, schnappt sich einer der beiden. Ein Wildschwein kann natürlich auch passieren. Aber darauf werden wir noch ein bisschen warten müssen. Jetzt erstmal die nächsten Upgrades. Da sieht man, wichtiges Upgrade, frische Lebensmittel. Steine werden jetzt auch gesammelt. Also ja, es gibt Stein. Es ist ein weiteres Dorfzentrum geplant mit der Menge. Die Speer versuchen dann mal irgendwie zwischen zu funken, aber man hat nicht so spektakulär Schaden. Hinten gleiche Geschichte mit einem Speer. Da kommt direkt eine Schmiede und natürlich beginnt die Heiligkeit direkt als Upgrade. Währenddessen mehr Gelehrte gebaut werden. So, hier die Steinsammelei. Holz ist fast schon genügend dafür, BCQD. Die 400, nur die 300 Stein. Daran scheitert es gerade noch ein bisschen. Das eine Dorfbrunnen irgendwie zu schützen. 200. Wenn es noch irgendwie 100 einmal im Bündel abgeben kann, hat er das. Nähert sich. Und 290. So, nächste Dorfbrunnen kriegt der Ärger. Aber das klappt. Die Steine sind da. Nächstes Dorfzentrum wird weit nach vorne gebaut. Die ist ein gutes Stück auseinander, die Dorfzentren. Macht aber hiermit auch ein bisschen den Weg zu. Hat also ein wenig strategischen Nutzen. Und hier geht's voran mit einem Reiter. Dorfzentrum ist noch nicht fertig. Und so viel Gegenwehr kann da BCQD gerade noch nicht aufbieten. Kostet das ihm hier Dorfbewohner. Hat aktuell 8 am Start. Die Speer kommen auch noch mit. Fokussieren den allerersten. Nächster Reiter kommt auch mit dazu. Also es ist Viper, der jetzt hier ein bisschen mehr Stress macht.
Lauf mal da hinten, kriegt der Ärger. Hier waren schon die Rehe gefokust, lustigerweise. Gibt gerade noch ein bisschen akutere Probleme, als sich um die Rehe zu kümmern. Weil die Speer helfen halt gegen die Reiter nicht wirklich viel. Die Dorfbewohner werden weiter verfolgt, rennen da im Kreis. Jetzt können sie einladen. Also es hat tatsächlich nur eine Dorfbewohner gekostet. Die restlichen 7 kamen ins Dorfzentrum. Konnten das Ding fertigstellen. Also lief alles in allem überraschend gut für Beastie Cutie. Hätte deutlich schlimmer kommen können. Währenddessen sind wir bei The Viper, ist das Upgrade in Kürze durch. Baut natürlich weiter seine Gelehrten hoch. Und die Frage ist, wofür nutzen seine Reiter hier gerade noch? Die 3 Stück. Die Security baut einfach nur Dorfbewohner. Werden noch weiter gebaut bei The Viper. Und der nutzt jetzt natürlich dann auch, um Kontrolle zu haben, um die geweihten Städten einzunehmen. Am besten 1, 2 und 3. Also er wird zumindest versuchen, wahrscheinlich die dritte oben einzunehmen. Ob er Erfolg hat, wird sich zeigen, aber aktuell sieht es schon eher danach aus, weil BCQ hat noch er hat jetzt die erste Stelle. Also er kann jetzt ein bisschen Kontertruppen aufstellen, um das zu stoppen. Bis eben konnte er das gar nicht. Der Speer verfolgt, da macht es einmal Dong, zweimal Dong. Und der Speer kriegt sehr viel Lager und wird es noch nicht überleben. Der wird hier gesniped, hat mal kurz das Ding geblockt, aber das war kaum der Rede. Dafür das Wildschwein gerade gepult. Es ist mit dem Lärm in seiner Umgebung nicht einverstanden. Das ist erstmal weggezogen, bis es dann eben sagt, nee, zu weit laufe ich nicht weg. Das ist ziemlich faules Bildschwein. Bewegt sich nicht so viel. Und hier tatsächlich nochmal die Blockade. Da wird nochmal das Bildschwein rangepult. Ah, Beastie Cutie spielt mit allen Möglichkeiten, die sich ihm hier bieten. Weil die Stadt der 1 ist inzwischen eingenommen. Die ist hier noch umkämpft in den letzten Augenblicken. Und jetzt kommt die eigene Reiter mit dazu. Kann das Beastie Cutie tatsächlich stoppen, bevor das Ding eingenommen wird? Ja, der Speer tanzt immer noch auf dem Kreis hier rum und blockiert das Teil damit. Und das Wildschwein wird nochmal mit rangepult. Und das läuft auf die nächste beste Einheit ran. Und ja, hier das Wildschwein rennt jetzt gerade. Das ist krass, wie er das Wildschwein hier mit reinpult. Und das gelingt ihm halt tatsächlich auch. Die geweihte Stätte wurde nicht erfolgreich eingenommen. Wie ist die Cutie hier mit den Plays, mit dem Wildschwein? Einfach nur das kurz anpieksen, dass es genervt ist. Und dann alles andere angreifen. Damit möchte sich dann der Viper nicht umschlagen mit seinen Reitern. Muss dem quasi ausweichen, weil es macht da doch sehr viel Schaden. Weil das Negativstädtchen hier wird auch umkämpft. Also das lässt nicht einfach zu, weil die hat er jetzt dann doch geschafft. Im zweiten Anlauf konnte sich Viper die hier schnappen. Hier oben wird eher ein Problem. Man sieht, der Gelehrte läuft auch schon weg. Dem ist das gerade ein bisschen zu stressig. Da ist ein Wolf mit unterwegs. Wurde ein Wolf mit angezogen. Und die weite Städte hier ist umkämpft, aber nicht für lange. Trotzdem ist es 2 Dorfzentren momentan. Da wurde jetzt aber auch ein weiteres nachgelegt, gerade frisch fertig geworden für der Viper. Das heißt, wir haben jetzt dann 2 zu 2. Trotzdem zeitlich Unterschied, war ein bisschen was mit dabei. 39 zu 32 Dorfbewohner. Und natürlich bei der Viper kommen automatisch sämtliche Wirtschaftsupgrades. Sollten sogar schon fertig sein als erstes. Oh, die Reiter waren hier surrounded von Beastie Cutie. Hatte mehr Probleme. Will immer noch um die geweihte Stelle kämpfen. Will das nicht einfach so zulassen. Aber er braucht dafür ein paar mehr Einheiten. Viper ist da gerade immer noch besser aufgestellt. G-Schatten kommt damit dazu. Auf Vipers Seite, um hier seine Außenstellen zu sichern. Und unter anderem auch die geweihte Städte quasi mitzustützen. Warte mal, nur checken. Wirtschaftsupgrades, doch, kamen bereits da. Also sind bereits fertig. Und jeder versucht, geweihte Städten wieder zu neutralisieren an beiden Ecken. Und da, hier am Außenposten einfach verloren. Da wurden extra die Dorfbewohner noch mit einquartiert. Für das bisschen Zusatzschaden. Gleiche Geschichte hier. Auch mit einquartieren für Zusatzschaden, dass man den Kampf gegen die feindlichen Reiter gewinnt. Da ist auch die Heilung noch mit dabei von einem Gelehrten. 9 Reiter sind da noch übrig, warten aber gerade weniger. Einige haben noch schon wenige Hitpoints. Also da wird es Verluste geben auf beiden Seiten. Der Gelehrte wird gerade verfolgt. Der Gelehrte wird jetzt noch einquartiert tatsächlich. Der Gelehrte lebt und hängt im Außenposten ab. Aber die Anzahl an Reiter ist gerade ein bisschen mehr, was Security auffahren kann. Es sind nur noch 3 Feindliche. Versucht jetzt nochmal außerhalb irgendwie von dem Außenposten zu kämpfen. Aber ist ziemlich schwierig. Die beiden Städte unten wurde ja gehalten. Die Dorfbewohner sammeln da jetzt wieder. Das geht jetzt hier an die nächste Nahrung. Die bauen halt in der Zeit mehr und mehr Dorfbewohner. Weitere Upgrades immer noch unterwegs. Für die Viper. In dem Fall kommt dann noch die Überlebenstechniken. Und Schmiede-Upgrades mit Nahkampfrüstung und Fernkampfschaden. Und der Versuch jetzt diesen Außenposten einzureißen. Das sind noch die Dorfbewohner. Nein, das sind die Reiter jetzt drin tatsächlich. 3 Reiter inquartiert. Und ein Gelehrter, der ist da noch mit drin. Das Reparatur passiert da auch nicht viel. Da kommt ein bisschen Pfeilfeuer. Weil der Städte wird währenddessen neutralisiert. Also Viper kann da noch nicht so viel erobern. Kriegt 2 bis 1. Hat natürlich gerne mehr. Tatsächlich der Gelehrte steckt da noch drin, aber der wird auch gleich ein leichtes Leben haben. Ja, kommt kurz raus, wird abgestochen und hinten geht's weiter. Der Außenposten direkt das nächste Ziel. Kamel jetzt auch mit dabei. Und in der Zeit geht's für Viper gerade höher ins Haus des Lernens. Ritterzeit ist also bevorstehend. Nächstes Set an Upgrades kommt dann natürlich
Denn das neue Flügel ist noch nicht unterwegs für Beastie Cutie. Ihm fehlt auch noch bei weitem das Geld für sowas. Aber er konzentriert sich gerade eher auf Map Control. Will davon mehr haben. Dorfbrunner versucht da nochmal ihr Bestes, aber schaffen nicht viel. Das Kamel wird gefokust, weil es sehr teuer ist. Und nicht sonderlich lange lebt gegen die Reiter. Wird auch niedergestochen. Trotzdem, die Dorfbrunner verliert Viper trotzdem. Fehlt auch den letzten hinten. Nein, der letzte hinten überlebt. Die anderen drei wurden weggenommen. Und jetzt also bei 42 zu 55. Wie sich für dieses Fortsetzen der Dorfbrunner ist beachtlich. Aber Viper ist dafür natürlich ein Zeitalter weiter und geht ins nächste Set an Wirtschaftsabgrenz. Das sind dann 30% mehr Sammelrate. Ist sogar. Oh, da bin ich mir jetzt, nicht hundertprozentig sicher. Sind die 15% kumulativ auf die vorigen 15 Muster? Das heißt quasi 15% von 115%. Dann sind es nämlich nicht 130er mindestens, das ist nochmal ein bisschen mehr. Aber Gott, für die Rechnung bin ich gerade nicht fit. Das müsste ich außerhalb zusammenrechnen. Das geht gerade nicht auf die Stelle im Kopf rennen. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das Spiel das handhabt. Ob das quasi nur noch normal 15% auf den Basiswert sind oder 15% auf den erhöhten Wert, der ja schon um 15% erhöht wurde. Dann wäre der Vorteil nämlich nochmal größer. Wir sind jetzt hier erstmal nochmal ein paar Netten weggesnappt über den Pfeilhagel, den es da gerade gab, über die Dorfzentren. Dafür stecken da gerade noch für einen Augenblick 30 Dorfbewohner drin. Bremst halt alles andere aus. Hier, der Außenbezirk geht auch mal Ärger. Dorfbewohner von Island bereits abgehauen. Die laufen da hinten gerade rum, die wussten schon, was auf sie zukommt. Er ist ausgenommen und beide gehen weit nach außen für mehr Nahrung. Und die nächste Geweihtestätte soll auch mal realisiert. Also ich bis die Kühe neutralisiert jede Geweihtestätte. Auf einer Seite gibt es in der Zeit einfach mehr Dorfbrunnen und jetzt hat er gerade frisch auch den nächsten Flügel angefangen. Und da unten ist er mit eigenen Dorfbrunnen unterwegs. Was hat er denn hier vor mit der Truppe? Will er einfach die Nahrung klauen? Er will einfach die Nahrung klauen. Wenn er schon gerade mal in der Gegend ist. Geweihtestätte wird knapp. Der Waffenknecht kommt angelaufen, aber der blockiert jetzt. Geweihtestätte bleibt auf ihrem Status. Der Reiter rennt da erstmal panisch weg, aber einzelne Waffenkette kann man noch in den Griff kriegen, man sieht das. Es braucht sehr viel Mühe, sehr viele Einheiten, aber erster ist weg, zweiter wird auch nicht so toll erleben. Schafft es, einen der Reiter zu schlagen, aber es ist einfach zu viel Schaden um ihn rundherum. Die Stelle kann dann noch wieder angegangen werden. Deswegen gab es hier nochmal Ärger mit, was hier gerade umgefallen, ein Reiter ist glaube ich gerade umgefallen. Mal gucken, ob es hier hinten Ärger in den Dorfbrunnen gibt, aber aktuell weiß das der Viper nicht, weil das ist Tarnwald, der sieht mit den Einheiten hier effektiv nichts. Die restlichen Upgrades sind unterwegs. Hier gibt es mal Gegenangriffe mit den ersten Lanzenreitern. Und die haben auch schon erfolgreich einige Dorfbewohner ausgeschaltet. 5 Stück, die alles, was hier gearbeitet hat. Das hier oben haben sie nicht gefunden. Also die Nahrungsquelle läuft noch. Hier sind Kamel jetzt mit dabei. Aber trotzdem, BCQ, die braucht jetzt eigentlich mehr und mehr selber die Ritterzeit, um einfach diese Lanzenreiter zu kontern. Er braucht was. Er bräuchte Speerkämpfer alternativ. Aber er hat keine Kaserne. Das heißt, er wartet, glaube ich, eher Richtung Armbrustschützen. Momentan versucht einfach mit einer Masse zu machen. Mit genügend Einheiten kann er das schon auch irgendwie bezwingen. Währenddessen ist seine Masse hier unten immer noch unterwegs und rennt vor den Waffenknechten weg. Wir lagern da mal kurz die Dorfbrunnen. Die Steinquelle ist fast erledigt. Und ja, da sieht man auch genau das gleiche wie mit den Waffenknechten. Die Lanzenreiter werden surrounded und früher oder später geht die dann schon drauf. Wenn man noch den schönen Bonuseffekt hat, das Kamel sorgt dafür, dass die Lanzenreiter weniger Schaden machen. Das gegen die Lanzenreiter zu kämpfen ist, fällt dann fast ein bisschen einfacher als gegen die Waffenknechte. Aber wenn sich die mal sammeln, hat es bis die trotzdem schwierig. In der Zeit hört man den Reliquien-Sound. Die Party steigt gerade. Ja, der muss sich nicht groß um den Wolf kümmern. Spam bekommt der Kürze sein. Wobei in Kürze ist das falsche Wort. Über eine Minute. Aber das mit dem Geschwindigkeitsupgrade wird es noch besser gehen. Noch einfacher gehen. Aber allein schon durch das TP-Upgrade leben die Gelehrte sehr, sehr lange. Der Wolf schafft das nicht, den zu snipen. Hier wieder mal weniger Einheiten gegen ein paar mehr Einheiten. Die Frage ist, ob BCQ den Kampf eingeht. Fliegt erstmal ein Reiter. Jetzt haben wir unten noch die Nahrung. Da gibt es aber mehr Gesellschaft. Gesellschaft, mit der er nichts anfangen kann. Die Waffenknechte versuchen sich jetzt dadurch zu brennen. Lässt den Dorfmann versuchen, noch panisch wegzulaufen. Hier wird hingegen immer noch verfolgt. Die Masse jagt einem Lanzenreiter hinterher. Vipers Upgrade Set kommt der Fertigstellung. Das dauert immer noch, weil seine ganzen Gelehrten gerade auf Reise sind und versuchen eben Reliquien zu sichern. Bis die Kühle jetzt wahrscheinlich auch gleich ansetzen wird. Ja, nochmal 2 Ritter, die er surrounden kann. Also 2 Lanzenreiter. Ja. Hat er doch schon einige bekommen, muss man echt sagen. Dafür 2 Reliquien ging bisher an der Viper. Baut hier vorne auch einen Bergfried Richtung Mitte der Karte. Die Geweihtestätte soll auch wieder eingenommen werden. Also da geht's voran. Die Bärenscheu werden jetzt auch leer gesammelt. Wie sieht's hier aus? Der Außenposten lebt noch. Er lebt gerade seine letzten Momente. Die Dorfbewohner haben es auch erstmal noch überstanden. Jetzt werden die Waffenknechte verfolgt. Doch es ist wirklich eine Masse. Vor allem ist inzwischen auch richtig viele Kamele hier hinten drin. Das tut dann auch weh. Die Pfeile schmerzen. Die Dinger machen 12 Schaden, bis jetzt 13. Das sammelt sich auch, wenn man da 2 Fernkampfrüstungen hat. Entschuldigung, falsche Einheit.
Man sollte die richtige Einheit anklicken. Die Einheit in Rot, aber die kriege ich gerade nicht angeklickt werden. Wieder mit dem Surround und den ganzen Kamelen. Man setzt sich halt, wie erwartet, durch die ganzen Waffenknechte durch. Die Masse macht's. Mit dem Fang kommt Unterstützung. Da hier wird immer noch geblockt. Hier ist noch eine Einheit unterwegs. Da laufen einzelne Ranzenräder durch die Gegend. Hier vorne sollte es eine Mühle von BCQD geben, aber das schafft er erstmal nicht. Der Bugfeed stoppt das komplett. Hinten die Mühle wurde abgerissen und da ist der Trupp jetzt nochmal weit im Text. Das ist immer noch massig. 8 Kamele sind damit am Start. Tun natürlich nach mehr Dorfbewohner. Und hier sind sehr, sehr viele. 16 Dorfbewohner streuen hier rum und oben sind nochmal 12. Oh Gott, die sind fast 30 Dorfbewohner unterwegs. Das ist, glaube ich, die Hälfte seiner Worker. Bei 73 zu 68, ja, das ist nicht ganz, aber es kommt in die Richtung. Und da der Versuch einer Reliquie gelingt auch erstmal. Hier kommt gleich der Bug, finde ich, mit ins Spiel. Das ist die Reliquie ist gesichert. Und das ist dann Nummer 3. Nummer 4 ist hier unten, Nummer 5 ist hier hinten. Also tatsächlich 4 Reliquien sind drin für den Viper. Geweihte Stätten sind gerade noch die größte Herausforderung. Weil BCQ da wirklich stark dahinter ist, das immer zu stoppen. Hat aber auch selber hier und da Schwierigkeiten. Hat inzwischen auch Felder angelegt. Ist natürlich selber in der Ritterzeit noch mehr Felder kommen mit dazu. Mehr Enten werden produziert. Die Reiter laufen wieder zurück. Sind jetzt auf Veteranenstufe auch. Und BCQ, die schnappt sich die Landwirtschaft mit dazu. Dass wir nochmal 15% Sammelrate speziell für die Abbasiden sind. Auf Feldern. Die Dorfbewohner kommen tatsächlich auch durch mit der Aktion. Weil da läuft da noch ein Dorfbewohner, da laufen Lanzenreiter. Trotzdem die Nahrungs- bzw. generell die Ressourcensammelei an der ganzen Ecke wurde aufgehalten, dadurch, dass die ganzen Einheiten präsent waren. Also da ging dann trotzdem nicht so viel vor. Es gibt viele Dorfbewohner von The Viper, aber nicht alle sammeln. Das ist ein gewisses Problem, man sieht das. Er ist einkommenstechnisch da in den meisten Ecken hinten. Nahrung ist es gleich auf. Also da sind trotzdem ein paar Probleme da. Hat aber inzwischen die ersten Elefanten am Start. Bei der Trupp Reiter plus Kamele ist immer noch unterwegs. Bei einem Elefant ist eventuell ein bisschen zu große Aufgabe momentan. Und oben die Lanzenreiter finden die letzten Reste von dem hier. Da gibt es nicht mehr so viel Nahrung. Da sind noch 47 an dem Reh. Und die Dorfbewohner werden das wahrscheinlich nicht überstehen. Die Lanzenreiter waren mehr als genug Schaden, um sich da durchzuarbeiten. Und das unten, die Mühle hat ein bisschen Ärger bekommen, lebt aber noch. Der Trupp ist nach wie vor unterwegs hier oben. Also da geht es um die geweihte Stelle zu blockieren. Er liegt hier technisch, hier unten steht die Eskorte parat. Die schnappt sich dann doch Beastie Cutie. Und an der geweihten Stelle geht es genau in die andere Richtung. Der Imam hätte das gerne, aber schafft das erstmal nicht. Schnappt jetzt lieber doch mal die Reliquie zuvor. Und da gibt es auch eine Palisade für Beastie Cutie. In der Mitte hingegen der Berg wieder als Absicherung. Trotzdem hier werden die Dorfbewohner gefokust. Das sind jetzt bei 78 zu 74. Also fast gleich auf tatsächlich. Hinten aber wieder drin, gerade die ganzen Einheiten. Dorfbewohner werden einquartiert. Wulu ist am Laufen. Das ist hier oben, ne? Gegen den Speer. Damit er eine Ruhe an der geweihten Stätte hat. Da kommt dann noch mehr Unterstützung mit dazu. Gegen die Landreiter wird es etwas komplizierter. Währenddessen der Trupp ist nach wie vor mittendrin und bekämpft jetzt auch Dorfbewohner. Ein bisschen sniped der Dorfbewohner. Aber Elefanten sind auch mitten in der Partie. Und das Dorfbewohner schießt auch noch völlig mit. Also von der Truppe von BCQ, die wird nicht so flügel bleiben. Er versucht einfach so viele Dorfbewohner-Kills wie möglich mitzunehmen. Bis der Trupp den Geist aufgibt. Baut währenddessen den ersten Tribok mit dazu. Ja, Elefant ist wirklich unbeeindruckt. Der macht hauptsächlich Schaden in der ganzen Ecke. Und wie man sieht, es bleiben ein paar Reiter übrig. Der Rest der Truppe ist verstorben. Und hier wurde die Reliquie erfolgreich gestoppt. Die Lanzenreiter weiterhin ein Problem. Und da gibt es massenhaft Felder mit einer Mühle zwischendrin. Relativ große Laufwege für ein paar der Felder. Aber scheint BCQ dir egal zu sein. Hauptsache er hat die Felder da. Auch hier nochmal eine Palisade. Macht also den ganzen Winkel zu. Die ganze Fläche wird da blockiert. Die Elefanten stapfen nach vorne. Und auch hier Felder, nachdem Bärensteuertennis nicht mehr so viel los ist auf der Karte. Und Gold ist Zeitalter 2 jetzt schon bei BCQ. Das hat schon gut Gebäude gesammelt. Das ist bei 30. Damit hat er noch eine höhere Forschungsrate. Das hilft für Upgrades. Und da kommt die Hortikultur. Bei ihm kommen jetzt die Wirtschaftsupgrades. Nochmal ein weiteres Set. In einer Minute. Also dauert gar nicht so lange. Auf der Gegenseite sind natürlich immer noch Upgrades unterwegs. Daily typisch. Werden das mehr und mehr. Moscheen als Heilungsgebäude. Schmiede-Upgrades. Oh, die Dorfbefestigungen. Das Dorf. Das Dorffriedzentrum. Was den Bergfried zu einem. Ja, Dorfzentrum macht und einfach. Man kann Ressourcen abgeben und Dorfbrunnen bauen. Könnte tatsächlich die Wirtschaft von der Viper nochmal pushen. Ja, das gibt es hier den Konterbergfried. Um einfach die Mitte unter Kontrolle zu haben. Da steht auch die Moschierung mit einer einzigen Reliquie aktuell. Also da war BCQ die wirklich noch nicht so erfolgreich. Hat die Reliquie ein weiteres Mal in den Händen. Versucht die Leute stellen gerade so, dass den Speer quasi außerhalb vom Kreis hält. Dass der das nicht blockieren kann. Das ist auch mal lustig. In der Mitte, die gehört gerade BCQ. Die Elefanten werden gerade hochgeheilt. Der Bugbeat kommt seinem Upgrade näher. 40 Sekunden noch unten ist wieder mal ein Trupp breit unterwegs, aber trifft auf Speerkämpfer. Und wird gegen die nicht so viel anrichten können. Die Mühle hat mächtig gelitten.
ist am Abbrennen. Und hier die nächste Palisade, aber da wurde der Dorfbrunnen zerlegt. Die Palisade wird gerade nicht weitergebaut. Hier drüben gibt es noch eine weitere Palisade. Also BCQD spielt jetzt wirklich auf Flächenkontrolle. Die Mitte umkämpft und das eigene Gebiet soll umzäunt werden. Und da ist ein Triebock mit dabei, das heißt Bergfried plus Außenposten werden leiden. Hier gibt es den Konter, den Versuch mit dem eigenen Triebock was zu machen. Auch da ein Außenposten im Visier. Und Bergfried hat es dann abgekriegt doch, in 10 Sekunden. Und hier auch die ganzen Felder. Ja, so die Elefanten stürmen mal durch, wollen den Triebock rausnehmen. Triebock wird nach hinten manövriert, repariert und lebt. Die Elefanten stapfen weiter durch. Einer hat schon sehr viel Schaden abbekommen, aber es gibt noch mehr Ärger hier für Beastie Cutie. Bekommt das nur teilweise in den Griff und nach wie vor die Reliquie liegt jetzt auf der geweihten Stätte. Der Kampf ist immer noch nicht geschlagen. Da unten gibt es immer noch Schwierigkeiten. Elefanten wandern wieder zurück. Upgrade ist durch. Es können noch mehr Dorfbrunnen gebaut werden, theoretisch. Und natürlich, es können die Ressourcen abgegeben werden. Ein schöner Nebeneffekt. Und immer noch der Triebock macht weiter. Versucht diesen Bergfried klein zu kriegen. Wie sieht es hier aus? Der ganze Druck kommt jetzt kurz rüber, um endlich das hier zu klären. Trotzdem, die Palisade ist halt noch nicht dicht. Die Dorfbrunnen versuchen es weiteres Mal das zu bauen, aber kriegen wieder Gesellschaft, die sie nicht haben wollen. Mit dem bewegt sich relativ wenig, wenn der Reparatur dabei ist. Der Schaden mit einem Triebock bis jetzt 2 ist noch nicht ganz. Also ab 3, 4 wird es problematischer. Gerade 4 ist so eine Anzahl, wo es wirklich sehr weh tut. Hier die Speerkämpfer. Ja, da rennen wieder Kavallerie drauf, aber am Ende ist es einfach die Masse, die sie macht. Die Speerkämpfer sind nach dem aktuellen Anschein nicht so krass upgraded. Was doch, sind sogar Veteranen, ne? Doch, sind sogar Veteranen. Es sah überhaupt nicht danach aus, so schnell wie die geschmolzen sind. Da haben die Kamele wahrscheinlich rüber gehabt. Die machen ja nochmal Bonusschaden auf die Speerkämpfer. Und nehmen die dann doch ziemlich schnell raus. So, hier kommt jetzt eine Mange mit dazu. Kampf um die Mitte läuft nach wie vor. Die Palisade, die wurde fertig und das soll noch weiter ausgebaut werden. Bergfried, um sich die Goldader zu sichern. Das ist tatsächlich strategisch eine richtig wichtige. Das ist eine große. Und eine andere große haben wir hier gar nicht. Hier hinten noch. Bei. Was hat denn der Viper für einen schlechten Spawn für Goldadern? Er hat hier eine kleine und hier eine kleine. Und dann die große hier in der Mitte und die große hier hinten. Mehr oder weniger bei Beastie Cutie. Das ist ja. Also, das ist ziemlich unglücklich, würde ich mal sagen. Ich würde Viper, wie das mit den Goldadern liegt. Gut, momentan ist er noch versorgt. Aber mal sehen, ob das noch ein Problem werden kann. Und hier kommt jetzt der Ansturm der Kamele. Die ganzen Bogenschützen wollen sich hier durch, weil er durch alles, was hier so rumsteht, das sind einige Dorfbrunnen, jetzt kommen jetzt Speerkämpfer wieder zu. Man sieht, das ist eine bunte Mischung da unten. Und die Elefanten tanken sehr viel weg. Die Kamele fokussen gerade Elefanten. Die fokussen auch die Belagerungswaffen, um die klein zu kriegen. Man sieht, die Speerkämpfer leben nicht so lange. Wenn sie mal rankommen, fällt auch so ein Kamel ziemlich schnell ab. Die Elefanten halten durch. Und damit hält der Push hier von BCQ nicht stand. Muss sich einmal zurückziehen. Die Triebböcke leben halt auch immer noch. Das heißt, Steine fliegen unbeirrt weiter. Kein Ölupgrade bisher bei der Viper. Stattdessen gibt es hier noch Sichtweite für Außenposten und Bewegungsgeschwindigkeit für Belagerungswaffen. Die Elefanten stürmen jetzt wieder an, versuchen selber diesen Triebock auszuschalten. Da sind wirklich viele Kamele weggestürmt. Der nächste Trupp Kamele kommt. So, da ist BCQ die wenig beeindruckt. Er baut mehr Kamele nach. Kamele reiter jetzt auch. Da sieht man es mit den Schwertern in den Händen. Hilft natürlich auch, weil auch der Elefant ist Kavallerie. Das heißt, der wird von der Schadensreduktion von der Kamel-Aura betroffen. BCQ jetzt auch noch mit dem Speerkämpfer ab, also mit dem Flanax, weil. Ja, auch Konteinheit gegen Kavallerie, das heißt Konteinheit gegen Elefanten. Und das braucht sozusagen, weil die Elefantenanzahl wird gruselig hoch. 6 Stück sind schon. Wie viele ist noch im Bau? Das ist ein 7. ist im Bau. Ja, das sind auch noch neue Gelehrte, werden produziert. Reliquien da einquartiert. Die Reliquie, das Thema, da hat sich wieder mal nicht viel bewegt. Also da geht auch nicht so viel voran. Ein Reiter ist hier hinten drin. Der letzte Bärenstrauch mit 135 Nahrung, so besonders ist es jetzt nicht. Goldader mit 2000 aktuell vorhanden. Noch die Steine weggesammelt. Ansonsten Einkommen pro Minute. Der Viper sammelt. Sammelt Viper gerade das ganze Gold hier. Die Kleine da hinten kann das ja fast gar nicht sein. Bin ich irgendwie blind? Habe ich eine große Goldader verpasst, an der der Viper sammelt? Fühlt sich gerade ein bisschen. Ach, da. Okay, aber es ist auch nur die Kleine. Das ist keine große. Und da gibt es gerade auch deutlich Probleme. Oh Gott, die ganzen Kamele. Die ganze Kamelreiter und Bogenschützen. Massaker am Dorfbewohner. Es sind noch 12, sind noch 11 mit jedem Mal. Eben Volley waren es weniger. Es sind noch 8. Das werden halt alle hier aufgesammelt. Der Viper ist überhaupt nicht, reagiert überhaupt nicht. Seine Truppe ist nämlich oben unterwegs, also komplett hilft den Kollegen gar nicht. Alle Dorfbrunnen fallen hier. Es bleibt kein einziger davon übrig und das war über ein Dutzend. Das war in Richtung 15. Wir sind jetzt bei 84 zu 111. Der prompt ist Bistiku die massenhaft vorne in den Dorfbrunnen. Dafür gibt es hier oben Elefantenansturm auf den Bergfried. Der hat eine Rundenstellung, der hört Öl ab, also er tut auch ganz ordentlich weh. Man sieht auch, der Pfeilhagel, der da dazu kommt, erst Turmelefant fällt. Also das ist ein deutlich zäherer Push. Kamele haben da gerade ein bisschen mehr angerichtet. Und die machen auch immer noch weiteren Ärger. Wir sind jetzt auch durch einen Elefanten durchzusetzen. Ne, der wird nicht betroffen.
Das hätte jetzt eigentlich Minus. Also die Aura doch nicht. Gegen Kavallerieeinheiten. Berittene Kavallerie. Ist das, zählt der Elefant als nicht berittene Kavallerie, aber es sind Bogenschützen oben drauf. Das würde ich als Reiten bewerten. Der hat übrigens, der Bergfried hat standgehalten, weil die Elefanten wurden zurückgerudert. Die Kamele sorgen immer noch für Stress. Das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Zählen Elefanten. Also, ich kann es verstehen, die normalen Elefanten, die werden nicht beritten. Aber die Turbo-Elefanten, das kann man ja. Da hockt buchstäblich einer als Reiter oben drauf. Sag ja, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Währenddessen gibt es hier außen den Versuch, Stein zu sammeln und einen weiteren Bergfried einfach hingeklatscht. Also BCQB krallt sich doch wieder ein bisschen mehr von der Karte. In den letzten paar Moves hat Viper auf jeden Fall den Kürzeren gezogen. Wandert mit seiner ganzen Masse an Triebfolgen jetzt mal kurz rüber, um sich dem Problem anzunehmen. Weil tatsächlich für BCQB wird es sich schon lohnen, wenn ich hier mehr Stein rausgelassen in den Bergfried investiert. Aber das ist eher schwierig. Das Ding kostet ihn 800 und er hat noch lange keine 800 Steine hier rausgesammelt. Währenddessen kommt da irgendwo noch eine Routenstellung. Ah, das kommt in den Bergfried hier. Und Veteranen-Upgrade für die eigenen Reiter. Die Brücke. Erstmal der Bergfried soll da fallen, weil das ist halt. Diese Goldader könnte so, so wichtig werden in diesem Game. Hat noch eine große. Dahinter soll es jetzt eine Steinmauer geben, um die Ecke abzusehen, weil die Steinader. Wie viel hat da? Ist da noch übrigens 200? Also auch nicht mehr so viel. Hinten der Ärger läuft immer noch. Also hier wird dann immer noch Stein weggesammelt. Also das langsam lohnt sich. Er hat gleich genügend Stein, dass sich der Bergfried quasi rentiert hat. Die Triebwerke haben aber bereits das Ding ins Visier genommen und das wird nicht lange leben. Die Verluste sind auf jeden Fall da und hier wird durchgebrochen mit einer ganzen Horde an Speerkämpfern. Außenposten sollen abgegradet werden, Kamele kommen jetzt rüber. Weil der Städte wird unten eingenommen von der Viper. Hier oben, BCQD hat das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt, auch hat die Reliquien inzwischen zurückgeschickt. Und jetzt kümmert sich um die geweihte Stelle. Das ist, er macht Fortschritt. Wenn das was schaffen, die Speerkämpfer jagen gerade die Kamele. Da kommen jetzt aber auch Waffenknechte von BCQD mit dazu. Die Kamele werden schön umzingelt. Die haben gerade Gewaltmarsch angewendet. Hast gesehen, die sind so schnell gespurtet. Wenn die schneller laufen als die Kavallerie, dann ist auf jeden Fall da was am Laufen. Hier aber jetzt, wie man sieht, schon einen Block an Armbrustschützen, um die ganzen Waffenknechte des Gegners zu kontern. Also BCQD hat sein Militär jetzt effektiv umgestellt. Trotzdem gab es den Durchbruch. Die Mauer war noch nicht fertig, aber das heißt, Infanterie konnte das kaputt machen. Und ist jetzt zwar hier drin, aber hier drin ist halt nicht. Das ist das Komische gerade. Die Dorfbrunnen laufen gerade hier durch. Alles findet gerade hinter der Holzpalisade statt. Die Steinmauer war quasi vorsorglich und dauert auch noch, bis die fertig ist. Wenn das hier kommt, die nächste Steinmauer. Ja, so viel Dorfbrunnen da wird investiert, aber es dauert einfach, das Ding fertigzustellen. Und der Triebwerk-Elefanten-Kombo ist immer noch ein Thema. Rückt immer noch vor, nächster Außenposten fällt. Der Bergfried hinten lebt immer noch. Mangeln da auch mit dabei, aber die Mangeln waren jetzt nicht so viel. Jetzt ist die Frage, ist die Armbrustschützen Waffenknecht-Kombo genug, um den Elefanten die Stirn zu bieten? Hinten die Steinwelle wird immer noch weggesammelt. Die letzten 200, die noch da sind, also das bekommt tatsächlich BCQD fast komplett. Und steinetechnisch wird es dann auch schon bald knapp. Und nicht mehr so viele Steinquellen auf dem Feld, wo hier wieder Dorfbrunnen in Gefahr. BCQD rückt nämlich gerade vor, aber sein Ziel ist es, lieber an die Triebwerke ranzukommen. Schafft aber nicht ganz. Stattdessen hat er doch einige Dorfbrunnen nochmal mitgenommen. Das sind wir inzwischen bei 113 zu 98. Das Viper hat ein bisschen nochmal aufgeschlossen. Er hält jetzt mit den Reitern auf die ganze Belagungswaffe von BCQD an. Aber da ist ein Bergfried, da ist Feuerunterstützung. Trotzdem, die Reiter schaffen es zumindest mal den Triebwerk rauszunehmen. Den Rest kriegen sie nicht ganz. Die Elefanten haben noch ein bisschen was aus dem Leben geschossen. Die Triebwerke machen hier fleißig weiter. Bergfried leidet immer noch. Lachten da noch kein Ende. Und hier soll es nochmal einen Außenposten geben. Ja, Steinquelle ist leer. Goldquelle ist da noch nebenan. Also das ist trotzdem noch eine wichtige Stelle eben. Gold ist wertvolle Ressource, weil beide gerade sehr viel davon haben. Aber wenn es mal drauf ankommt, verschwindet das ziemlich schnell. Die Schlacht läuft hier immer noch. Die nächste Runde quasi. Der Bergfried mit Öl und Rotenstellung versucht sein Bestes und lebt halt auch immer. Der Bergfried lebt schon wirklich lange, hat schon sehr viel Schaden gefressen, aber er ist immer noch aktiv und hilft. Und hier, wie man sieht, da hilft auch was. Nämlich, da sind sechs Gelehrte hinten dran und heilen die Elefanten hoch. Und Tribok schießt auch mit rein. Die Armbrustschützen versucht ihr Bestes, um den Elefanten irgendwie rauszufokussen. Ne, die fokussen erstmal hinten die ganzen Gelehrten rum. Es sind nur noch zwei, aber die Heilung wird deutlich weniger. Die Elefanten da an vorderster Front gegen die Armbrustschützen machen jetzt nicht den krassesten Job. Die Armbrustschützen werden aber weniger. Bergfried wird auch weniger. Armbrustschützen von der Seite ballern auch mit rein. Kann der Viper hier durchbrennen? Er kommt weiter nach vorne. Bergfried fällt. Das sieht gut aus. Hinten ist aber schon ein Backup-Bergfried tatsächlich. Elefanten sind jetzt ohne Heilungsunterstützung. Also die Hitpoints werden jetzt weniger. Das heißt, der Schaden wird ärgerlicher. Vorne ist tatsächlich die Moschee im Visier. Da werden die zwei Reliquien drin. Die Bürger müssen aber erstmal nachrücken. Die Elefanten ziehen sie erstmal zurück. An sich gute Fight dann für der Viper. Er hat seine Gelehrten verloren, aber die kosten 75 Gold. Seine teuren Elefanten konnte am Leben halten.
Und er konnte vor allem eben den Bergfried brechen und kann jetzt von hier an weiter pushen. Trotzdem hier draußen gibt es immer noch Schwierigkeiten, weil der Außenposten mit Rückstellung zwischen nervt und dann weiter Außenposten mit dabei ist. Also die Position ist seltsam umkämpft hier mit Gebäuden von beiden Seiten in gleicher Art und Weise. Goldader hat noch 1000 Gold, das ist nicht mehr so ertragreich. Das hier oben ist alles noch recht unberührt. Da war ein bisschen gut, die Steinader, die schon, aber das Gold ist wohl noch recht unberührt. Den Mauer wurde ja bisher nicht weitergebaut. Doch, von der Wanne jetzt habe ich hier rüber. Was haben die vor? Steine sammeln. Da ist nochmal ein Reiter mittendrin. Und das Trüppchen hier. Haben die sich gerade ausgerichtet? Die Trieböcke. Nicht sicher. Ich glaube, die stehen hier einfach gerade nur dumm rum. Der Außenboss hat sogar noch die Verstärkung bekommen. Also der dauert es noch ein bisschen länger, den Kleinen zu kriegen. Wie sieht es mit dem aus? Der bekommt auch noch die Verstärkung. Also beide mit roten Stellungen Einheiten gefüllt und Verstärkung. Also doppelte Hitpoints. Sehr, sehr zähe Aufgabe, da durchzukommen. Die Dorfbrunner reparieren jetzt gerade nochmal kurz und werden auch gerade nicht gefokust. Das heißt, die schaffen das. Die schaffen das gegen die Reiter, das alles zu halten. Weil die Reiter werden mit jeder Runde Schüsse weniger. Wenn das sind brennende Elefanten mal wieder durch. Oder wollen zumindest durchbrennen. Haben da nochmal ein paar Dorfbrunner auch aufgesammelt, die da am Arbeiten waren. Und dann wird die geweihte Stätte von einem Dorfbrunner neutralisiert. Weil, ja, die Außenposten halten. Hier wird tatsächlich die Position erstmal. Die Reiter drehen ab, die wollen das stoppen. Die wollen nicht, dass die geweihte Stätte dann den Gegner übergeht. Und das mit den Außenposten hält er tatsächlich komplett. Oben gibt es noch Agathe. Der Reiter wurde surrounded von den Dorfbrunnen, die haben den zerstört. Dafür sind die Elefanten jetzt hier mittendrin. Plötzlich hat man ein Elefantenproblem hinter der Linie. Und mehr Außenposten hier vorne für den Viper hauptsächlich für sich, damit er weiß, wo man mit seinen Triebocken hinschießen muss. Aber sich da nämlich auch durch Gebäude durch. Ansonsten hier unten, da sind auch noch mehr Ressourcen geplant. Die Goldader von beiden Seiten soll da ein Thema werden. Also nach vor umkämpft dann den Außenbezirken die Goldadern. Weitere Reiter kommen damit. Also tatsächlich diese Außenposten schon so viele Kills gefahren. Mit einfach ihren Rundenstellungen. Die waren schon sehr, sehr effektiv. Der versucht jetzt hier mal ein paar der Dorfbrunnen rauszunehmen. Die haben, glaube ich, auch 75 KP. Ja, die haben jetzt das Zusatz-Upgrade. Wenn das nicht hier der Konter kommt inzwischen. Weil die Elefanten stecken jetzt alle hinten, bis die halt wieder durchkommen. Das dauert, die ganze Truppe. Dafür haken hier die Reiter die ganzen Dorfbrunnen. Was für eine Schlacht hier gerade. Das ist so viel los. Das ist so viel Chaos hier. Und der Außenposten, der erste, wird dann doch mal irgendwie irgendwann fallen. So wie es aussieht. Wobei es nur noch vier Reiter da. Er brennt jetzt aber. Das heißt, sein Ende ist nahe. Da, hier, wie sieht es hier unten aus? Außenposten gefüllt. Aber auch da ist ein Reiter zur Stelle. Kapazität gerade erreicht. Und der Viper hat, nein, Beastie Cutie hat es gerade ins Imperialzeitalter geschafft. Zwischendrin baut noch mal ein weiteres Dorf. Also interessante Spielweise von ihm. Und auch hier Steinmauer. Also er rollt sich da jetzt ein bisschen mehr ein. Ich bin mir gar nicht sicher, wo steht sein... Ach nee, er hat einen Flügel. Entschuldigung. Komplett vercheckt. Militärflügel hat er. Und schnappt sich das TP-Infanterie-Upgrade. So, hier. Der Außenposten wehrt sich immer noch. Der hat noch die letzten 100 Hitpoints. Was für ein Schlachtfeld, was da noch übrig ist, lauter Ruinen. Und hier gab es auch einen Bergfried, um einfach die Ecke abzusehen, weil der große Steinader. Und hinten die Goldader, einfach sehr, sehr wichtig. Und zudem auch sehr viel Holz noch, weiß man es braucht. Bei Holz ist auf der Karte nicht so wirklich das Problem. Hat man sehr viel zur Verfügung. Hier nochmal die Reiter unterwegs, das ist so viel los. Bis ich jetzt mit den Elite-Upgrades, das könnte doch mal ein wertvoller Schlag sein. Hat sehr viel Holz auf Vorrat. Mit über 3000 Holz, was er da momentan hat. Wie sieht es hier aus? Okay, da kommen jetzt die Elefanten. Die räumen auf an der Position. Die haben jetzt die Schnauze voll, was alles unterwegs ist, die Außenposten. Weite Schritte, das wird nicht halten. Ne, Dorfbrunnen sind weg. Weite Schritte bleibt auf der Seite von der Viper. Währenddessen eben hier mit seinem Bergfried kann auch das alles aufhalten. Und hat auch Begleitschutz für dieses Steinvorkommen. Dann steintechnisch ist nicht mehr viel los auf der Map. Der offene Weg durch die Steinmauer ist immer noch ein Problem für Beastie Cutie. Hat nämlich jetzt auch eben den zweiten offenen Weg durch seine Holzpalisade. Das heißt, seine Dorfbrunnen leiden mal. Und bei 94 zu 110, das Viper jetzt wieder mehr. Sind schon so viele Dorfbrunnen auch draufgegangen auf beiden Seiten. So Elite-Sperrkämpfe jetzt allerdings mit Flanax-Upgrade. Die Reiter haben dagegen überhaupt keinen Spaß. Hier unten nur mit einer Fackel das Ding abgebrannt. Irritiert ein bisschen, dass es ständig blinkt. Und hier wurde auch der Rest aufgeräumt. Soweit in der Mitte geweiht steht es auf 0. Steinmauer ist im Weg, aber Triebwerke arbeiten dran. Weitere Belagerungswerkstatt kommt damit dazu. Naja, wie gesagt, nächste Fokus sind dann doch mehr und mehr Goldadern. Die hier hat noch 2500. Die hat noch 1000, also 3500 Gold. Und dann die nächste für die Viper wäre natürlich das Ding hier. Das, oh, die Steinmauer sollte zugebaut werden, aber hat es nicht ganz geschafft. Sie ist im Bau, aber wird jetzt gerade wieder angegangen. Sind da Reinforcement unterwegs? Nein, momentan sind da nur Dorfbewohner unterwegs. Jetzt hat Beastie Cutie hier Zugang zu mehr Gold. Mit den 3000 hier, vor allem das ist halt, wie gesagt, die finde ich tendenziell fast ein bisschen unfair. Die Goldader. Weil momentan der Viper nichts Vergleichbares hat. Oder hat er hier eine kleine mehr?
Hat sich mal nicht so angefühlt. So, weitere Durchbruch durch die Steinmauer. Und hier die Steinmauer, die hält erstmal. Da gibt es mal Außenposten. Also der Bisikudi hart am Mauern gewesen mit den Steinen, die er hatte. Und hier die Mauer kann er auch tatsächlich mal am Leben halten. Wobei, der geht es nicht sonderlich gut. So, Freiburg ebenfalls Imperialzeitalter erreicht. Und bei ihm gab es die Hiska-Akademie. Und das bedeutet einmal mehr Nahrung. Nahrungsgenerator. Auch interessant, dass das inzwischen wieder mehr Priorität bekommen hat. Stetig Nahrung, weil eigentlich Nahrung mit Feldern hat man ja eh nicht sogar. Oh Gott, die Reiter. Das ist keine gute Position für die Reiter. Durch die Engstelle durch, von der das ganze feindliche Militär laut. Das quetscht sich jetzt da erstmal durch. Ja, weil Nahrung ist eigentlich nicht so die Problemressource von der Viper. Da wäre, weil er eben Elefanten spielt, bei Elefanten nicht fast. Wobei jetzt sind so viele Sperrkräfte, da bringen die Elefanten nicht hin. Ist die Frage, ob der Elefantengenerator das sinnvoll ist oder nicht, weil die Elefanten wandern hier schon noch. Aber inzwischen ist die Mauer fertig. Aber die Elefanten können da, glaube ich, trotzdem ankloppen, weil sie quasi Belagerungswaffen sind als Elefant. Da unten gibt es aber eben den großen Kampf mit sehr, sehr viel auf beiden Seiten. Auch Mange, da läuft eine Kanone mit, eine Bombarde, da ist ein Elefant gerade am Anstürmen. Wo ist das Restmilitär gerade von The Viper? Das fehlt hier gerade ein bisschen. Da ist eine Mange, da ist eine Mange. Der Bergfried versucht sein Bestes, um da die Stellung zu halten. Hat nach wie vor keine Stellung mit ihm zu halten, also schießt immer noch nur mit Pfeilen. Und dann geht es dann auch vielleicht nicht mehr gut, da ist ein Doppelbombarden und ein Triebwerk dabei. Ja, Bergfried wird ziemlich weggesprengt. Elefanten kommen jetzt mit rüber, bisschen spät. Hinten gibt es Ärger an der geweihten Stätte. Hier gab es einen Durchbruch ein weiteres Mal, aber das wird gestoppt durch die restlichen Sperrkämpfer. Also Bisikudi gibt ein Zeichen von sich. Hat aber trotzdem die wandernden Elefanten gegen sich. 10 Elefanten und einige Gelehrten hinten dran für die Heilung. Was können die Elefanten jetzt hier ausrichten? 7 Gelehrte sind mit dabei. Viele Kamele auch mit am Start. Die Sperrkämpfer sollen jetzt wieder gegen die Sperrkämpfer heilen man ein bisschen. Darum laufen die Elefanten dann wieder ein bisschen weg, dass man die ganzen Sperrkämpfer los wird und dann kann man eben mit den Elefanten draufhalten. Reiter wollen da an die Belagungswaffen ran, aber die sich die Bombarden teilen auch gut mehr aus gegen die Elefanten. Es sind nur noch 8 von der Heilung. Es ist auch noch einiges übrig oben, aber die teilen gerade nur oben. Nächster Elefant fällt. Ist das genug Schade? Der nächste Elefant gerade einfach aus dem Leben gebombt mit der Bombarde. Die Bombarde machen da gerade die ganze Arbeit, um den Elefanten in den Griff zu kriegen. Und jetzt die Mangen schießen auf die Gelehrten. Das sieht nicht mehr so schön aus, aber für beide Seiten. Viele Verluste und der Viper sagt, nee, da komme ich einfach nicht mehr vorwärts. Hat nicht das Gefühl, dass er das noch gewinnen kann und geht dann einfach aus dem Leben. Finde ich fast ein bisschen schade. Hätte er doch, denke ich, noch weiterführen können. Oder habe ich irgendwo eine Ecke verpasst, wo er Zeug verloren hat? Bin ich jetzt nicht 100% sicher. Müssen wir den Grafen anschauen. Er hat auf jeden Fall einheitentechnisch am Ende ein bisschen mehr verloren. Laufbundetechnisch hat Bisikudi wieder nachgebaut und war dann höher, aber Unterschied war nicht so riesig, als eher Militär. Das ist tatsächlich schon das ganze Militär oder Großteil des Militärs gewesen von der Viper. Aber da waren schon noch Elefanten übrig. Und da war ich auch nicht mehr so viel Militär von Bisikudi am Start. Also wir mussten halt beide nachbauen. Und ressourcentechnisch hatte ich beide noch was zur Verfügung, dachte ich. Nahrungstechnisch Vorteil auf jeden Fall Bisikudi. Holztechnisch hatte Bisikudi fast gar nichts mehr. Hatte mal einen Haufen, aber das ist dann alles weggegangen. Steintennis war es dafür nicht relevant und Goldtennis hatten sie auch. Also interessant, dass Viper das sagt, er geht aus dem Spiel. Ja, war jetzt ein bisschen hinten, aber das hat jetzt also noch nicht komplett verloren. Hätte die Schlacht gerne noch weiter gesehen. War bis zum Zeitpunkt echt eine coole Schlacht. Aber hat sich dann nicht mehr die Chance gegeben und somit ist das schon ein Matchball für Bisikudi, wenn ich da richtig gezählt habe. Wir waren weiter auf dem französischen Pass und für Bisikudi gab es das Delhi-Sultanat dieses Mal und der Viper ist mit dem Heiligen Römischen Reich unterwegs. Hat da auch eine Reliquie, die recht nahe bei ihm liegt. Der zweite wird etwas schwieriger, aber ist erreichbar. Aber erstmal haben wir das Early Game, in dem wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Bei Delhi kommen die Upgrades, bei der Viper geht es Richtung Aachener Kapelle. Dann der Glaubensdom für Bisikudi. Dann für Viper sehr wahrscheinlich der Weg Richtung Regnitzkathedrale. Außer er hat irgendwas Besonderes vor. Kann durchaus noch passieren. Mit dem Mainwerkpalast, aber nein, das wird erstmal die Ahnerkapelle. Und dann mit der besseren Sammelrate durch die Inspiration. Gerade eben an Gold und an Nahrung kann man schneller auf das nächste Wahrzeichen voranschreiten. Kann ich mal aufs Einkommen gucken von den beiden. 562, 543. Gerade die Anzahl. Da wurde jetzt weiter hochgerüstet, aber der Viper wird da eben einfach mehr haben. Es gibt wieder mal typisch Späher, die auf Dorfbrunnen rumkloppen auf beiden Seiten. Aber wie man sieht, hinterlässt recht wenig Eindruck. Die Security arbeitet fleißig an Upgrades. Ja, wie man eben sieht, Viper sammelt gut Nahrung und gut Gold.
geht bereits hoch. Vor allem Gold schon mit 350 fleißig unterwegs. Die Speer. Versuchen sie nochmal zu zweit, sich ein bisschen durchzusetzen. Da wurde ein Schaf noch zerlegt, das da mit dabei war. Die unbekannte Aktivierung. Sicher? Ich kann eh nicht klicken, ich bin ja Observer. So. Da. Da kommen Blockmauern von Beastie Creed. Problem ist tatsächlich, dass die Reliquien viel lukrativ hier unten liegen. Also haben seine Blockmauern recht wenig Wirkung. Ein interessanter Plan von ihm. Ich kann das natürlich auch mit Speerkämpfern theoretisch ansetzen. Die können nämlich auch Mauern bauen. Im Delhi-Sultanat. Ansonsten der Klassiker mit der Heiligkeit. Natürlich, das ist der Alternativplan. Man kann sie die geweihten Städte schnappen. Ist auch interessant, dass Beastie Creed, dass Delhi auf einem Kartenspiel nur zwei geweihte Städte hat, statt drei. Aber gut. Wird schon Gedanken dafür haben. Da sieht man eben den Bau der Palisade. Währenddessen gibt es hier schon mal einen Stall. Aber Ressourcen sind jetzt dafür der Viper. Und da ist das Ding. Da kommt die Regenskathedrale und sie kommt zügig. Noch nicht mal Minute 7. Wurde da bisher wenig eingeschränkt. Speerkämpfer können vorbeischauen, aber gegen das Dorf geht hier wenig. Aufgrund dessen, der wird gerade gestunlockt. Ja, der ist gestunlockt. Der will eigentlich irgendwas tun, wird aber komplett geblockt und wird gesniped. Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, wenn das natürlich jetzt einen Bogenschützen reingeschickt, um die Speerkämpfer zu verscheuchen. Und da kommt die Doppelmauer. Wie gesagt, der Nutzen der Mauer schließt sich mir noch nicht so ganz. Es sei denn, Viper wirklich vor, bis zu der Reliquie zu laufen. Aber ich glaube, der Weg ist fast kürzer von seinem Dorfzentrum aus. Oder könnte fast dieselbe Distanz sein. Aber abwarten. Auf jeden Fall baut er an der Regenskathedrale und hat die auch jetzt fertig. Kann also loslegen. Man sieht doch, Prälat ist raus aus seinem Aachener Kapelle. Der ist jetzt auf der Mission Reliquien sammeln. Am besten so viele wie möglich. Zwei sind das Minimum. Alles andere, der Luxus obendrauf, nimmt man gerne mit. So schwer kriegt ihr noch ein bisschen Ärger. Reliquie 1 sollte kein Problem werden. Hier wird noch ein bisschen Gold gesammelt und dann geht es weiter Richtung Nahrungsspeer. Wird zerlegt. Und ja, der Speerkämpfer hat sich gerade elegant selbst eingebaut. Der kommt jetzt so einfach nicht mehr raus. Hier baut sich jetzt selber ein Tor. Und der Speer wird hier dann gleich merken, okay, da ist eine Palisade und eine andere auch. Also der versucht mich hier zu wallen. Aber wie gesagt, es geht einfach unten weiter. Hier war eine Mauer angedacht, zumindest ein bisschen. Aber es läuft halt wirklich so wie erwartet. Viper läuft einfach hier runter und sagt, ich schnapp mir halt die Reliquie. Die theoretisch kann sie auch noch schnappen. Hat auch Bogenschützen mit dabei. Also er kann auch die Gelehrten aktuell ein bisschen stoppen. Wenn er da mehr Feuerpower sammelt. Da kommt noch ein Dorfbewohner mit. Also er versucht auf jeden Fall zwischen zu grätschen. Da gibt es einen weiteren Prälaten. Der wird wieder einquartiert, dass der Bonus wieder läuft. Und eben hier effektiv Begleitschutz und gleichzeitig auch Angriff auf die geweihte Stätte. Also das ist eine schöne Kombo, die da gerade für den Viper läuft. Also das ist soweit ein solides Early Game für ihn. Da freut er sich drüber. Hier nächste Palisade im Bau. Also einfach Mauern überall, weil gerade der Viper auch nicht wirklich viel hat, womit er gegen Mauern arbeiten kann. Aber er kann beide geweihten Städten von BCQT weghalten und sich trotzdem fleißig Reliquien sichern. Also das läuft sehr gut für ihn. Und man sieht jetzt hier auch schon, Reiter mischt hier mal kurz mit. Belagert die Dorf und Bogenschütze kommt auch noch mit dazu. Ach, da gibt es etwas mehr Stress. Ist mal ein Wolf im Weg, aber den kann man soweit erstmal stoppen. Da ist auch ein Wolf am Start und frisst an den Gelehrten rum. Währenddessen läuft der Prälat hier weiter durch die Gegend, wird den schön noch weiter Inspiration zünden. Schmiede damit dabei. Reliquie 1 ist drin, Reliquie 2 kommt gerade nach Hause. Und Neutralisierung von der geweihten Stätte ist erfolgreich. Die Palisade ist auch so, dass man an die Reliquie theoretisch noch rankommt. Unten ist halt noch offen. Das ist gerade BCQTs größtes Problem. Ganz unten, wo es eigentlich zu seiner Basis geht, da hat er noch keine Mauer gebaut. Und verliert dann nochmal ein paar Dorfbewohner. Das sind wir jetzt aktuell bei 30 zu 32. Bisschen gehört ein bisschen mehr. Aber eben, Viper hat den Goldgenerator schlechthin. Das ist jetzt gar kein Problem. Also Gold kommt genügend rein. Den Rest kann er sich jetzt zusammensammeln. Trotzdem noch recht viel Ruhe bei sich. Ja, es gibt die Palisade hier, aber weil BCQ, die profitiert halt nicht von seinen Upgrades, von seiner Heiligkeit. Und hat den Komplex des Verteidigers noch nicht fertiggestellt. Aber das sieht nach Absicht aus. Will der Viper in was reinloggen? Wohin? Das Viper sieht das. Dann müsste das gerade noch am Rande gesehen haben, dass da ein Wahrsein ist, das nicht. Oder hat es. Also nicht sicher, ob das Absicht war oder ein Versehen. Auf jeden Fall ist jetzt der Komplex des Verteidigers fertig. Es hat nur einfach nur ein paar Sekunden länger gedauert. Und hier gibt es die nächste Welle an Mauern. Und der Prälat versucht, die Reliquien sicher zu bringen. Er wird das auch schaffen, weil die Mauer wird erst hier unten gebaut und selbst da ist noch ein Ritter unterwegs. Und der kann auf jeden Fall eingreifen. Der Kampf wird da nicht viel mehr schaffen. Armbrustschützen kommt auch schon mit dazu.
Also nach wie vor sieht alles recht gut aus für die Viper. 3 Reliquien geschnappt, keine geweihte Stätte im Besitz von Beastie Cutie. Beastie Cutie hat gerade noch eben Zeit verloren bei seinem Wahrzeichen. Der Bogenschütze schafft nicht viel mehr. Natürlich komplexes Verteidiges, das heißt günstiger der ganze Mauerkram und die ganzen Stellungen. Und die Infanterie kann natürlich Feinzeug bauen. Das ist der nette Nebeneffekt. Aber jetzt geht's hier vorwärts. Okay, versuche einfach, ja, um die Mauer rumzuarbeiten. Damit sie nicht durchbrennen muss. Wobei, wenn er da oben schon anfängt, kann er einfach da alles da drauf werfen mit den Rittern. Das ist auch ein bisschen mühselig, hier die ganzen Bäume drumherum kaputt zu machen. Ah doch, Weg ist schon offen. Das hat funktioniert. Der Baum hat nicht weiter blockiert. Und jetzt, ja, geweihte Stelle wird wieder nichts. Also ist krass, das läuft deutlich besser für... Beastie Cutie, was das... Ist alles okay mit dir? Er setzt vierfach Mauer an eine Stelle, wo es sein Gegner überhaupt nicht kümmert. Der jetzt hat selber die geweihte Stätte eingenommen. Der schnappt sich dann auch gleich die zweite, weil der Weg bis hier gebahnt wurde. Und ja, wo Beastie Cutie halt die Mauer bräuchte bei sich eher, hat er gar nichts. Zum Beispiel ballert jetzt halt gerade den Schwäbischen Palast durch. Also ich sehe hier Probleme kommen für Beastie Cutie, weil das Game läuft so überhaupt nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, natürlich, er sammelt noch weiterhin, aber er hat auch nur ein Dorfzentrum, also da kommt jetzt nicht so viel mehr. Er sammelt jetzt auch Reliquien. Bekommt da aber im besten Fall zwei. Und zwei drin. Wo sind die restlichen Reliquien eigentlich abgeblieben? Außenpost normalerweise. Ja, da steckt eine drin. Ja, da ist jetzt die zweite für Beastie Cutie, aber er bekommt halt nur 100. Sein Gegner bekommt halt 300 pro Reliquie. Also für Viper ist das viel luxuriöser. Und er bekommt jetzt auch gleich nochmal jeweils zweimal plus 100 durch die geweihten Städten. Und das sind auch Außenposten bereits dafür im Bau. Also, Viper jetzt auch im nächsten Zeitalter angekommen. Das Maschinengewehr der Dorfbewohner geht los. Weil der Schäbische Platz ist nicht mehr ganz so krass. Aber vorher schon krasser. Hat man ja ein bisschen genervt. Ist nur noch 66%, waren ja mal 75%. Also, er hat mal schneller gebaut und billiger gebaut. Also, war schon mal cooler. Und da kommen direkt Handrohrschützen. Minute 13, erster Handrohrschütze im Bau. Geweihte Stätte ist eingenommen und Beastie Cutie, jetzt kommt mal sein Push nach vorne mit den ganzen Gelehrten, mit dem ersten Elefanten geht's voran. Aber hier Rotenstellung plus Reliquie, also der Außenposten, A, er tut weh, B, er hält einiges aus. Ist gar nicht mal so einfach, den kaputt zu kriegen. Und er schießt halt solide 82 Damage raus mit der Rotenstellung und das, oh, das ist sogar genug. Um, was war es gerade, den Ambusschützen, glaube ich, zu killen. Ja, Ambusschütze hat zu wenig Hitpoints dafür. Und Militär ist da auch mit dabei. Also Viper ist mehr oder weniger bereit für diesen Ansturm. Der Elefant. Der kann natürlich einiges wegsammeln. Aber trotzdem die Verstärkung nochmal auf den Außenposten. Der Außenposten, wie gesagt, der wird eine Herausforderung zu knacken. Der hält sehr viel aus. Jetzt kommen noch die Handrohrschützen mit dazu. Also da ist sehr viel Feuerbrauschen da. Die Gelehrten kriegen das direkt zu spüren. Ja, das sieht bisher nicht so toll aus für Beastie Cutie. Der versucht sich mit Dorfbrunnen hier irgendwo hinzusetzen. Was hatte ich hier genau vorher? Will ein Bulkfeed wahrscheinlich setzen. Die mir nicht sicher Erfolge damit hat. Von daher ist auf jeden Fall der Versuch. Bulkfeed wird gestartet. Da hinten wird aber währenddessen auseinandergenommen von den ganzen Fernkampfeinheiten. Weil selber hatte davon nicht viel. Die ganzen Gelehrten sind jetzt weg. Der Elefant ist noch etwas, was damit aushilft. Da ist noch der zweite Elefant auch mal dabei. Bulkfeed wird erstmal weitergebaut. Produktion steht nicht hier vorne. Das könnte dann doch noch funktionieren für Beastie Cutie, dass er das Gegner ein bisschen überrumpelt. Der währenddessen hier eine Belagerungsfallschirm aufstellt. Es sind viele Upgrades natürlich unterwegs. Währenddessen mehr Handrohrschützen. Einfach, es gibt massig Handrohrschützen von der Viper. Klar, er hat das Gold dafür. Und die Handrohrschützen kosten hauptsächlich. Also diese Kosten in einem starken Goldverhältnis. Also 1 zu 1. Viel krasser wird das für Einheiten nicht unbedingt. Außer man baut Belagerungswaffen. Die kosten nochmal mehr Gold, als die andere Ressourcen kosten. Aber da ist die andere Ressource halt auch Holz und nicht Nahrung. Trotzdem, Bergfried wurde fertig. Hier wird belagert. Ölupgrade. Das dauert aber 5 Minuten, bis das mal durchkommt. Also das. Mal sehen, wie lange das noch dauert, wie lange sich das zieht, bis es abgeht. Da ist, geweihte Städten werden erst migriert in der nächste Bulkfried. Das ist der Plan Beastie Cutie. Er macht einen Rush mit Bulkfrieden, räumt wenn das die Production weg. Aber die anderen Schützen sind dem immer noch ein bisschen im Weg. Der zweite Bulkfried wird nicht so einfach. Er hat jetzt noch nicht mehr so viele mit dabei, aber er räumt die Production weiter weg. Wenn das wird hier gerade die erste Bombarde gebaut, dann haben die Bulkfriede wiederum Probleme. Und hier gibt es sogar eine Kanonenstellung, also an der Position kann er nicht wirklich kämpfen. Bulkfried Nummer 2 ist noch nicht ganz fertig. Der Schwäbische Palast kommt dann gleich in die Reichweite vom Bergfried. Hier geht es ans nächste Produktionsgebäude. Handrohrschützen nochmal im Bau. Es ist wirklich mutig, was Beastie Cutie, weil er ist hier halt schon. Es ist schon so ein halber All-In, was er da spielt. Er wirft halt so viel nach vorne mit seinen Dorfbewohnern. Hat sich jetzt hier auch nochmal eingewollt, dass er hinten seine Ruhe hat. Seine Wirtschaft sieht jetzt nicht so spektakulär aus.
sind aktuell bei 46 zu 65 Dorfbewohnern. Und ja, viele von den Dorfbewohnern von BC Cities sind hier vorne, 11 Stück. Also quasi ein Viertel davon. Und dann will jetzt hier nochmal weitere Steine sammeln, dass er einen weiteren Balkspiel aufstellen kann. Es hat auf jeden Fall System, was er da betreibt. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Wie sieht's aus mit der ersten Bombarde? Die ist jetzt da. Peilt mal kurz den Gelehrten weg. Und dann kann es hier gegen die Bergquelle gehen. Wie gesagt, das Öl-Upgrade ist ein mutiger Plan. Wurde jetzt auch gestoppt. Es gab nämlich zuerst die Rückenstellung. Und jetzt gibt es hier noch eine Moschee zwischen rein. Also momentan macht sich BC gute bequem, räumt weitere Gebäude weg. Heilt immer noch seine Elefanten. Hinten regnet zwei der Pfeile und die Dorfbewohner kriegen da Schwierigkeiten. Also doch so populär Probleme jetzt für der Viper. Seine eigenen Ressourcen, die da reinkommen, sind auch nicht mehr so üppig. Einzig Gold. Gold hat er auf jeden Fall en masse, weil das passiert halt automatisch. Und hier gibt es nochmal weitere Außenposten, die sich da versuchen zur Wehr zu setzen. Sind noch gefüllt genauso wie das Dorfzentrum. Aber die Elefanten tanken davon halt sehr, sehr viel weg. Wie sieht es aus mit dem ersten Bergfried? Der lebt noch, aber da geht es das Bombardenfeuer los. Nummer 2 ist nämlich jetzt auch mit dabei. Die dritte noch nicht gebaut. Da fehlt es einfach am Geld. 600, 400. Und Gold wahrscheinlich weniger. Ist eher das Holz, was er da irgendwie zusammenkratzen muss. Bei Holz hinten sammeln geht auch noch. Hinten sammeln sich die anderen Schützen. Außenposten sind eben abgehört. Aber auch viele Dorfbewohner von der Viper gerade inaktiv. 32 Stück sind inaktiv. Also fast die Hälfte seiner Dorfbewohner kann gerade nicht arbeiten, weil einfach so viel bei ihm gerade an Ärger los ist. Die Security schickt weiter Reinforcements rüber, aber die waren gerade hauptsächlich durch diese Rundenstellung abgefangen. Und die Bombarden müssen aufpassen. Und die Support muss doch gar nicht mal sein. War versucht, den Elefanten zu fokussen. Haben es aber nicht ganz geschafft, den zu pillen. Dorfbewohner kommen jetzt mit an, versuchen, die Bombarde zu retten. Wir kommen dann gleich wieder die Feuerunterstützung von der Truppe dazu. Kanonenstellung plus Rundenstellung. Das ist gar nicht die Feuerunterstützung. Handrohrschütze noch mit dabei. Das ist ganz komische Kämpfe hier mit ein paar wenigen Einheiten. Aber tatsächlich, diese Stellung hier hält gegen das. Und die Bombarden drehen dann wiederum, knallt gleich wieder ordentlich Schaden mit rein. Bremst natürlich auch BCQDs Push aus, was auch immer da noch weiterfährt. Er kann jetzt den nächsten Bergfried theoretisch ansetzen. Er hat wieder 1000 Steine. Die Frage ist, wo setzt er den hin? Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom Dorfzentrum? Weil das sind nicht mehr so viele Flächen. Hier kann er einen reinsetzen, theoretisch. Hinten soll es Felder geben. Und hier vorne, da hatten wir das Gebäude weggeräumt. Also könnte ich hier direkt ins Gesicht einen Bergfried reinsetzen. Oder er versucht das hinten rein, einfach da, wo Ressourcen gesammelt werden. Das will er quasi damit stoppen. Wenn das nicht hier der nächste Elefant unterwegs und räumt ein paar Bogenschützen weg, die haben da nicht viel zu melden. Das sind die Bombarden. Mit denen steht und fällt das gerade für der Viper. In dem Fall fällt hier gleich der Bergfried, der erforscht jetzt, dass Bergfried das Dorfbefestigungen abgeht. Notfallverteidigung für den Außenposten, dass der noch länger durchhält. Und neuer Bergfried kommt hier hinten, aber da werden jetzt die Fackeln ausgepackt. Der kriegt mehr Schaden ab, während er im Bau ist. Und die Dorfbewohner machen einiges und nein, Beastie Goody sagt sich, die erste Burg ist gefallen. Das wird nichts mehr gegen drei Bombarden, die jetzt da Stück für Stück vorrücken, weil er wirft halt auch so viel nach vorne. Bisschen banales Game, aber Viper macht damit den Anschlusstreffer. So, da haben wir das nochmal im Blick. Dorfbewohner technisch, ja, Viper. Als das Wahrzeichen da war, ging es steil nach oben. Aber hatte dann eben Probleme, mit denen er sich auseinandersetzen musste. Sein Militär war tatsächlich auf ähnliche Höhe, aber es waren natürlich ganz verschiedene Einheiten, was wir da hatten. Und am Ende einfach nach und nach sich durcharbeiten. Ja, Nahrung war dann sein Hauptproblem, darum hat er die Felder dann angelegt. Dafür braucht er wiederum Holz. Also es war schon interessant, was BC Güter daraus noch gemacht hat. Aber am Ende war es nicht ganz erfolgreich. Sein Mauerprojekt davor war auch nicht so erfolgreich. Gott, die Goldkluft. Das Game ging jetzt wirklich nicht lange. Es waren gute 20 Minuten. Ja, 19 Minuten waren das. Und trotzdem war er bereits mehr als doppelt so hoch im Gold. Dafür BC Güter die ganzen Steine genutzt. Also das war eben sein Spielplan. Aber ja, damit ein 3:1 und weiter geht's in die nächste Karte. Auf den mongolischen Höhen schnappt sich Viper dann auch passend die Mongolen. Bei BC Cuties sind es hingegen die Chinesen, die er sich hier auswählt. Gibt es von ihm dann einen Hafen? Was genau sind die Pläne? Wir haben tatsächlich mal wieder Wasser mit dabei. Gibt mir ja nicht mehr häufig Hybridkarten, wo Wasser und Land verfügbar ist. Also wo man nicht sich explizit auf Wasser verlassen muss. Keine Inselkarte, aber trotzdem Wasser da ist, das man nutzen kann. Das wirtschaftlich natürlich gewissen Vorteil bieten kann, auch wenn der Vorteil nicht mehr so groß ist, wie er mal war. Und natürlich wieder Ressourcen gesammelt. Da wird die Überwachung genutzt, um noch mehr Nahrung reinzukriegen. Der dampft ja. Hört mir zum ersten Mal auf, dass der Kollege dampft, wenn die Überwachung aktiv ist. Dreht der so am Rad? Ist der so warm, dass gleich alles dampft? Sieht auf jeden Fall lustig aus. So ja, Gold wird gesammelt, Nahrung wird gesammelt. Und hier haben wir direkt Kaserne, Speerkämpfer. Viper wandert los. Hat aber keinen Hafen, den ich hier stoppen kann. Frage ist, kann ich hier irgendwie die anderen Ressourcen stoppen? Dazu muss er aber fast einen Außenposten mit dazustellen. Am Gold kann man noch am ehesten was anstellen. Hier gibt es erstmal Ärger mit dem Speer, der noch einige Schafe auch mit dabei hat.
Also man sieht, dass es jetzt rüberkommt und da ist ein Dorfbewohner mit dabei. Der wird mal kurz noch angeschlagen von einem Speer. Einfach ein bisschen Zeit kaufen, den Dorfbewohner beschädigen. Ist für BC-Kühe da schon einiges wert. Ressourcen waren gerade da für seine Barbakane, wenn er eine bauen möchte. Außer wirklich greedy sein und geht auf die Kaiserliche Akademie. Aber gerade ständig nochmal anderes Zeug hier im Bau für Beastie Cutie. Und Barbakane kommt hier drüben interessanterweise. Also nicht an seinem Gold. Stattdessen gibt es hier erstmal Palisadenpläne. Palisade wird in Stücken gebaut, wird in Stücken auch fertig und ist erfolgreich. Und hier gibt es keinen einfachen Durchgang. Also schnell geschaltet hier von Beastie Cutie jetzt einen Teil der gegnerischen Armee isoliert. Und versucht immer noch diesen einen Dorfbewohner zu erreichen. Das ist sein Primärziel. Wenn der weg ist, gibt es keine Außenposten, gibt es keinen Ärger mehr. Und die Speer setzen da eben jetzt nach. Der Kran macht da nicht genügend Schaden. Turbopfeil, damit der Dorfbewohner ein bisschen schnell wegläuft. Ein Speerkämpfer eben nur hier mit dabei, anstatt seine Kollegen. Die müssen den Weg weit außen rum nehmen. Also da gibt es gar keinen kurzen Durchgang. Man sieht das, der läuft jetzt gerade, hier runter. Und der Dorfbewohner hat es bereits erwischt. Das heißt, kein Außenposten. Die Security stoppt das ganze Vorhaben und verliert selber nicht so viel. Baut jetzt auch hier. Die nimmt noch kurz die Schafe mit, einfach weil er gerade Zeit hat. Ist aber richtig frech. Es steht jetzt der Speer aber gerade noch im Weg. Das heißt, er kann die Palisade gar nicht fertig und bricht jetzt auch lieber erstmal ab. So viel durch hat er. Klar, er opfert dafür auch die Arbeitszeit von 3 Dorfbewohnern. Also ganz ohne Problem ist das so ein bisschen Judy auch nicht, was er da betreibt. Aber davon war das Heavy jetzt gestoppt. Sehr viel Investment ist halt auch von der Viper da eingefasst. Man sieht, wie viele Speerkämpfer das sind. Hat alles Ressourcen gekostet. Am Ende hier drüben ist die Barbakane. Einziger kann gar kein Gold mehr sammeln, aber er kann sich ein bisschen auf Steuergold verlassen. Und trotzdem weiter Ressourcen sammeln. Ja, kann. Und Speer kriegen da drüben ein bisschen Ärger mit der Barbakane. Hier sind jetzt die Hirschstellen unterwegs, also das Game beruhigt sich jetzt wieder ein wenig. Die Speerkämpfer versuchen trotzdem noch irgendwie mitzunehmen, was sie können. Gerade wenn sie das Burger bei der Lage hier anzünden, gibt es nochmal Ressourcen oben drauf. Plus 25 in Nahrung und Gold. Da kommen auch ein paar Dorfbewohner für die Reparaturen, bis der Kran die kaputt bekommt. Das dauert. Man sieht auch hier, das Dorfbewohner hat gerade schon am Rande mitgeschossen. Also die Speerkämpfer leben da wirklich am Limit, was sie sich da erlauben können von der Reichweite. Reparatur gegen Reparatur ist noch immer aktiv. Gibt es ein Produktionsgebäude? Ja, es gibt zwischen den Schießstand, es gibt den ersten Bogenschützen. Die Speerkämpfer werden also mehr Probleme kriegen. Und damit sollte sich das Problem von BC-Cutie-Seite erstmal lösen lassen. Ja, die erstmal alles zurück, weil er auf den anstürmen kann und versuchen, aber dann landet er am Dorfzentrum und dann endet das für ihn, für Viper, eine Katastrophe. Und damit jetzt erstmal bei ihm die Feudalzeit. Mehr Ressourcen werden da gesammelt. Ja, mit mehr Bogenschützen wird gekämpft. Die Palisade soll ja auch noch zugebaut werden, dass man da dann wirklich komplett auf Ruhe hat. Das ist zumindest der Gedanke. Wir wollen das noch nicht so einfach aufgeben. Man sieht das, jagen wir zu bisschen, aber normalerweise kann da BC Cutie gut kiten. Micro da auch sehr, sehr fleißig, hat den ersten Speerkämpfer. Er geht auf den nächsten Fokus, kann er nicht langgeschlagen, verliert den Speer nochmal mit dazu. Aber bekommt er jetzt den letzten der Speerkämpfer, das heißt, jetzt ist der Khan hier alleine. Und der wird da noch nicht mehr viel tun, um die Palisade zu blocken. Da folgt noch die Schafe quasi weggesniped. Palisade ist noch nicht ganz dicht, wird jetzt aber vervollständigt. Das BC Cutie hat erstmal seinen Frieden und in der Zeit hat sich der Viper einen Hafen gegönnt. Also er geht jetzt hier aufs Wasser. Da wurde noch kein Stein gesammelt, aber da gibt es die Kaiserliche Akademie und dann gibt es Steine. Also es gibt Song Dynastie mit weiterem Dorfzentrum. Also die Wirtschaft von BC Cutie wird dann mehr und mehr hochgefahren. Aber Viper hat das hier. Das bringt natürlich auch massig Nahrung dann rein, je mehr da noch rein investiert wird. Zudem kann er sich auf der Karte recht gut festigen, weil es halt wenig Ärger bei ihm gibt. Er hat die Map gerade gut unter Kontrolle. Möglichkeit dann wiederum für BC Cutie zu Genuss zu bauen, jetzt mit der Song Dynastie. Wenn er welche bauen möchte, der Bachelor ist, glaube ich, eher Wirtschaft so sein Hauptgedanke, sein Hauptplan. Steinvorkommen wird runtergearbeitet. Wollte da nochmal einen Dorfbewohner rausschicken. Also irgendein Bauvorhaben hat er noch. Er will selber Außenposten aufstellen. Wird aber nicht so einfach, wenn er schon feindliche steht und auch befüllt werden kann. Ja, das wird erstmal nichts. Und hier unten ist natürlich dann das Hafenproblem. Da soll es eine Palisade geben. Beim Optimalfall hat der BC Cutie gerne Kontrolle über seine Hälfte der Karte. Also alles, was auf seiner Seite des Flusses liegt. Und nicht nur einfach nur sein eingespottes kleines Eck. Das sind schon das zweite Dorfzentrum mit dazu. Es gibt keine weiteren Steine, es bleibt also bei den Zweien erstmal. Aber das mit Song Dynastie ist auf jeden Fall auch viel, was man Dorfbewohner aufs Feld werfen kann. Der Dorfbewohner hier ist gefallen, der wurde gesniped. Reiter mit dabei. Und hier ist eben auch schon eine Tschunke mit am Start, eine leichte Tschunke. Also so weit, so gut für der Viper, um da
eben noch weiter aufzuholen in der Serie. Ausgangslage ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sind es bei 33,9 zu 38,6. Bei Viper waren da auch die Fischerboote mit reingezählt. Also es ist ein relativ guter Vergleich in Sachen Wirtschaft. Die Fischerboote schippern da fröhlich mit. Da kommen wir noch mehr mit dazu, wenn das nicht... Er plant hier mit Außenposten was zu bewerkstelligen. Gerade so außerhalb der Reichweite von der Junke. Die oh, die Mann fährt mal nach. Aber hat, glaube ich... Oh, reicht das für den Dorfbrunner? Haben wir da nachjustiert? Nicht sicher. Ja, das sind hier oben. Die anderen sind einfach reingelaufen. Haben sich, glaube ich, an der Barbakane vorbeigequetscht. Macht nicht so viel DPS. Aber hier Außenposten wird immer noch weitergebaut. Also der scheint fertig zu werden. Hier gibt es nochmal Ärger an den Dorfbewohnern. Also mehr Probleme für BCQ, die bei dem steigen die Ressourcen schön, dass es geht in Richtung astronomischer Uhrturm. Wir hätten werden hier nochmal weiter verfolgt. Und wegen des Fluchtweg wird jetzt hier eher schwierig in der Ecke. Also die Reiter werden da nicht so viel Spaß haben, weil hier unten müssen sie halt auch direkt am Dorfzentrum vorbei, wenn sie da durch wollen. Ja, jetzt erstmal Run auf die Bogenschützen. Aber die Bogenschützen haben sich schon unter den ersten Reiter durchgekämpft. Also Bogenschütze fällt. Hahn geht jetzt nochmal da durch. Bogenschützen kriegen dann doch noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber am Ende der Reiter wird es auch nicht. Er nimmt nochmal einen Bogenschütz mit, aber er wird es auch nicht überleben. Und der Außenposten wurde eben fertig, wurde nicht aufgerüstet. Die Boote sind schon mal vorsichtshalber ein bisschen ausgewichen. Bevor der eventuell Handorschaden mit dazu kommt. So, Ritterzeit ist erreicht für der Viper. Also die Steppenredut ist schneller gewesen. Dafür ist es hier halt nur ein Dorfzentrum. Und hier ist es halt Doppeldorf zum Zongdynastie und dann auch der Uhrturm unterwegs. Das sind wir jetzt bei 50 zu 44. Also der Vorteil nach wie vor eben. Nicht so krass dank Fischerboten. Dann kriegt nochmal ein bisschen Stress, aber hält das durch. Ritterzeit auf beiden Seiten. Upgrade kam, glaube ich, nicht mehr dazu. Ne, in den Leinen gab es nicht. Die Fischerboote wurden auch nicht so konsequent geworden. Also es sind ein paar. Das ist jetzt nicht massiv wieder. Eine Rotenstellung soll sie tatsächlich werden. Weil hier schießt eine Rotenstellung auch gerade gegen. Kriegt der Außenposten. Steppenredut wurde gescoutet und hier forscht ein weiteres Wirtschaftsabgabe, nämlich Holz sammeln. Die doppelseitige Breitachs, die dazu kommt. Und die ersten Lanzenreiter werden jetzt gebaut. Also fröhliches Wettrüsten ist immer noch am Laufen. Dann auch die Schamanen, um sich um die Reliquien zu kümmern. Das ist aber natürlich so, dass jeder drei zur Verfügung hätte. Aber wie man auch hier schon sieht von der Viper, er bringt sie dann in Position, um feindliche Reliquien zu klauen. Und das wird, wenn er hier 5 von 6 Reliquien bekommt, wäre schon ein richtiger Luxus. Die hier wird eher schwierig. Also wenn er an die rankommt, dann hat er schon die 200 IQ-Moves ausgepackt. Hier gibt es auch ein Kloster. Und dann beginnt die Schlacht eben um die Reliquien, aber da hat Viper den zeitlichen Vorsprung, momentan auch den Positionsvorsprung, indem er die Außenposten hier stationiert hat. Da wird nicht so einfach für Beastie Cutie. Mal gucken, wie er darauf antwortet. Da gibt es immer noch den Krieg und da mit den, ja, mit den Lanzenreitern. Der Außenposten kriegt langsam Probleme, wird aber verstärkt. Er wird vielleicht doppelt so viele Points haben und damit kann er den Kampf riskieren, weil die Mongolen haben die Möglichkeit nicht. Macht die Sache ein bisschen komplizierter, wenn der plötzlich doppelt so viele Hitpoints hat. Und hier wird jetzt das gescoutet, dass diese Reliquie bereits geschützt ist und kontrolliert wird. Oder das Gebäude-Upgrade, dass man die schneller verpacken und bewegen kann. Außenposten jetzt hier vorne für Beastie Cutie. Gut, in der Zeit, wo natürlich der Viper keine weiteren Fischerboote baut, fällt er wirtschaftlich nochmal ein bisschen weiter zurück. Das sind jetzt bei 50 zu 67. Aber, ja, er klaut sich fleißig Reliquien. Viele wie möglich. Hat schon 2 aufgesammelt. Legen nochmal 2 auf seine Insel und natürlich nochmal welche. Hat die gerade wieder abgelegt. Der Gedanke ist gerade, nee, ich schnapp mir die hier. Warum nicht, wenn ich gerade in der Gegend bin und Zugriff drauf habe? Klaue ich mir einfach die, die mein Gegner da hat. Und hier wird noch die Palisade blockiert. Also, momentan ist sie noch in Reichweite. Aber nicht wirklich, weil halt... Da müsste man an der roten Stellung vorbei. Und über die Mitte das zu laufen, ist auch ein ziemlicher Spießrutenlauf. Also ich denke, da wird eine Reliquie schon an Beastie Cutie gehen, aber hat sich wahrscheinlich schon mehr erhofft als eine einzige. Da ist jetzt eben der Mönch, der Lanzenreiter hat es nicht überlebt. Und in der Battle der Außenposten läuft immer noch. Aber ja, währenddessen werden Reliquien nach Hause getragen. Da gibt es dann schon die dritte, also das läuft ziemlich gut für den Viper. Ist die Frage, wie viel Gold braucht ein Mongolenspieler? Weil da, er bekommt natürlich mit der Steppenredut und den ganzen Reliquien dann wahrscheinlich auch mit noch seiner geweihten Stätte ein einiges da rein. Wenn das überhaupt alles sinnvoll ausgeben. So, die Fischerboote wandern da weiter. Am Hafen passiert eben nichts mehr. Währenddessen gibt es die verbesserte Belagerungstechnik. Man kann hier auf der Karte natürlich eine richtig schöne Schlacht über den Fluss sich leisten, indem man einfach den Flussübergang kontrolliert
und darüber einfach Steine wirft, mit Bombarden agiert. Da gibt es Möglichkeiten, einen lustigen Krieg zu führen. Momentan hat der Viper noch sehr viel Fuß gefasst auf der feindlichen Hälfte mit seinen Außenposten. Wir haben wieder ein Bienennest und da haben wir den ersten Tribok. Das da geht es mal gegen diese Außenposten. Und wir sind hinten auch Kornspeicher mit am Start. Und das haben wir erst die. Auch da bekommen dann natürlich Zusatznahrung, 10% pro Kornspeicher. Mal gucken, ob die anderen auch noch mit dazukommen. Und die weitere Stelle wird hier unten eingenommen. Obo ist zum ersten Mal erschöpft und kann dann versetzt werden. Ja, da haben wir die drei Reliquien drin. Und noch mehr in Abholung. Nummer 4 und dann da drüben noch Nummer 5. Hier warten die Lanzenreiter oben. Die Palisade wurde kurz geschützt von Ambroschützen. Also da gibt es keinen Durchgang. Die Palisade inzwischen auch fertig. Runbys gestalten sich gerade eher schwierig für der Viper. Bis Security wirklich jeden Winkel gerade dicht macht und sich jetzt hier natürlich durch die Außenposten und dann als nächstes auch durch diesen Hafen durcharbeiten wird, dass die Fischerboote direkt lahmgelegt werden. Wir haben es dann die Viper-Wirtschaft auch ein gutes Stück aus. 58 zu 84. Security legt einfach nonstop Dorfbewohner mit da oben drauf. Der Hafen kann das nicht ganz kompensieren. Dafür gibt es jetzt hier die ersten Routen. Noch da schippert ein Mangonell durch die Gegend. Erster Bergfried wird hier versucht. Relativ weit hinten. Relativ weit weg von der Küste. Aber dann natürlich auch schwerer zu erreichen. Da geht es eben auf den Hafen, wie erwartet. Und hier geht es dann aber gleich auf den Bergfried. Das sind so viele Dorfbewohner einfach. 18 Stück. Also den kann man locker noch reparieren. Schaden von einem Mangonell ist nicht genug, um das zu stoppen. Dann beginnt aber der Ruttenkampf. Wer sich da eher durchsetzen kann. Übrigens, geweihte Stelle wurde eingenommen von Beastie Cutie. Eben gehört, ne, die gehört momentan noch nicht, aber die wird eingenommen. Also die gehört dann gleich der Viper. Und der hat eben seine Masse an Reliquien. 5 zu 1. Ich auch nicht gedacht, dass das so abläuft. Da noch 10 Scheunen oben drauf kriegt, dann bekommt er alles mögliche an Ressourcen. Und zwar in guter Reichweite. Ja, Hafen ist weg. Fischerboote sind lahmgelegt. Und da geht es dann weiter. Der Außenposten wird den Kampf sehr deutlich verlieren, denn mit dem Stein hat sich das Team auch schon erledigt. Also ja, damit die Wirtschaft von der Viper auch nochmal ein gutes Stück ausgebremst, weil das jetzt einiges an Wirtschaft in Anführungszeichen. Wir haben insgesamt 7 Fischerboote. Das heißt, von seinen 62 müssen wir 7 runterrennen. Das ist bei 55 gegen die 95 bei BCQT. Der ist wirtschaftlich schon stark aufgestellt. Aber klar, bei der Viper, was man wieder aufrechnen müssen, sind die ganzen Reliquien als Vorsprung. Und die Steppenredoute, die immer schwierig ist aufzurechnen. Der erste Gold aber ist gleich weg. Also Gold ist wirklich gar kein Problem für der Viper. Wenn er Gold ausgeben will, er hat genügend zur Verfügung. Routen auf beiden Seiten massig vorhanden. Da wird mein Dorfbewohner weggesniped. Backbeat steht aktuell. Und der Außenposten geht auch wieder geroten gegen Routen jetzt hier gerade ab. Das sind Urturmrouten. Leben noch mal ein bisschen mehr. 300 Points zu 200. Also es macht schon einen Unterschied. Weil die machen halt aneinander 120 Schaden. Abzüglich der Rüstung, also 112 Schaden. Das heißt, mit 2 Schüssen ist so eine Rutte weg. Aber die chinesische Rutte hält eben 2 Schüsse aus und lebt dann trotzdem noch. Das gibt einen Vorteil dafür, Beastie Cutie. Das Mangonell kassiert ein bisschen mehr. Das ist der Tribok, also hier nicht Mangonell. Da haben jetzt 3 Mangonells tatsächlich aufgestellt. Da ist eben jetzt die erste Rutte hier kriegt. Und da kommt jetzt der Vorstoß von Beastie Cutie. Der will nicht, dass sein Bergfried hier auseinanderfällt. Den will er am Leben halten und den kann er normalerweise auch am Leben halten. Die Außenposten bringen relativ wenig, ist noch nicht verstärkt. Leichte Chunky ist nett, aber auch die wird natürlich massenhaft versenkt von den Routen, ist gar kein Problem. Währenddessen die Fischerboote arbeiten jetzt wieder, so die Nahrung, die läuft. Viper hat gute Ressourcen angebunkert, er könnte auf eine schnelle Imperialzeit theoretisch gehen. Es fehlt nicht mehr viel. Noch 1200 Nahrung und er kann ein bisschen Gold theoretisch dafür eintauschen, weil Gold wird er eben ein bisschen mehr haben. Er hat auch einen Marktplatz am Start. Also mal gucken, ob er das angeht. 1500 Nahrung ist. Also es sieht gut aus für die Imperialzeit. Währenddessen BCQT hat Bock auf Steinmauern, um diesen Flussübergang zu blockieren. Er hat natürlich mehr Kontrolle über seine Hälfte des Flusses. Allerdings die Außenposten hinten könnten eventuell noch in Bewegung gehen, aber dazu muss erst weiter raus, was Rohstoffe betrifft. Denn da hatten wir gerade den Handelssound bei der Viper und er hat sich Nahrung dazu gekauft und ist dann gleich soweit. Es fehlt nur noch ein kleines bisschen und dann... Ja, Minute 20 geht's ab ins nächste Zeitalter. Das Wahrzeichen ist unterwegs. Das wird... Ne, ich bin blind. Ich bin zu blind, ein Wahrzeichen zu finden. Es ist hier, die weiße Stupa. Das ist quasi Doppel-Obo. Und die weiße Stupa steht direkt neben dem Gebetszelt. Also da ist eventuell das verbesserte 10-Scheune-Upgrade möglich. Wäre cool, wenn man das sieht, weil das sind ja plus 45 pro Reliquie. Also das ganze Ding mal 5. 125 Stein, Gold, Stein, Holz und Nahrung mit oben drauf.
weil er das Ding hat. Wie viel Stein kostet das? Das kostet, glaube ich, 500 Steine oder so, das zu erforschen. Ja, kostet genau 500 Steine. Und das hätte tatsächlich. Der Viper, zieht er das Upgrade mit? In verstärkten Form. Wäre, glaube ich, das erste Mal, dass wir das tatsächlich haben. Bisher hat er das nicht gedrückt, den Knopf. Nein, erstmal gibt es für die Belagerungswaffen das Upgrade für die roten Reichweite. Das finde ich auch sehr wichtig. Geringere Nachladezeit, höhere Reichweite. Dass man einfach den roten Kampf besser gewinnen kann. Und nochmal Dorfzentrum jetzt auch bei der Viper. Nein, er schickt das Kloster leider weg. Beziehungsweise das Gebetszelt. Das heißt immer Kloster, wenn man es einpackt. Was sehr schade ist. Das Upgrade erstmal doch nicht vergonnt in der verstärkten Form. Wenn sehr cool. Hat er noch, wie man sieht, ein Spezial-Upgrade. Dass die Kloster die verbesserte Produktion ermöglichen. Auch ohne Obo. Aber wenn der aber nicht so viel nutzen. So, hier wird es mal kurz wieder vorgepusht. Außenposten abgerissen. Also BC Greedy nach wie vor etabliert erstmal seine Kontrolle über seine Hälfte des Flusses. Wie man sieht, mit einer weiteren Steinmauer, die da geplant ist. Und währenddessen drüben steht auch noch ein Außenposten im Weg, aber da auch ein Außenposten von BC Cutie mit dabei. Also es ist noch ein relativ gechilltes Game und auch bei BC Cutie, denke ich, ist die Imperialzeit nicht mehr weit. Er hat schon 1600 Nahrung, 1400 Gold. Da sieht man auch zweiter Kornspeicher inzwischen aktiv. Das heißt, die Felder Zwischenstand kriegen den Doppelbonus. Ich glaube, ich an den... Nee, das wird über... Sehe ich am Feld selber gar nicht. Spannend. Ach, ist das auf den Dorf? Die Dorfbewohner leuchten. Ist der Bonus auf den Dorfbewohnern statt auf den Feldern? Anscheinend. Ja, bei Sammelrate von Dorfbewohnern. Okay, der Bonus wird auf die Dorfbewohner aufgerechnet. Gut, und hier gibt es den nächsten Bergfried und den nächsten Flussübergang. Also alle drei Flussübergänge haben mehr oder weniger Bergfried in der Gegend. In der näheren Umgebung. Das Thema Steinmauer ist immer noch ein bisschen die Herausforderung. Ich kriege jetzt auch Ressourcen. Bis zum nächsten Wartezeit mal gucken. Wird es eventuell die Mauer? Dass das Tor ist? Nein, es wird der Geisterpfad. Wird auch mit ein bisschen Platz hier gebaut, dass man eventuell eben noch Dynastieeinheiten da anfängt. Im Fall momentan kann er nur die Sugenus. Eventuell kriegen wir noch die Feuerlanzenretter, vielleicht auch die Grenadiere. Aber es ist ja unwahrscheinlich. Grenadiere hatten wir schon ewig nicht mehr. Wir hatten die mal ganz am Anfang in dem Cast. Da wurden mal Grenadiere gespielt. Das ist ein Spiel auf französischer Pass. Aber seitdem, glaube ich, nie wieder gesehen. Zwischen über 20 Minuten haben wir erreicht. Da steht eine ganze Linie an Waffenknechten. Elite-Upgates finden wir noch. Die Güte pusht auch noch weiter Einheiten aufs Feld. Wir sehen weitere Upgates, die da kommen. Unter anderem Textilien. Schmiede Achsen für mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Auch da das verbesserte. Also wirklich die Belagerungswerkstatt ist schwer beschäftigt mit starken Upgrades. Einzig von Belagerungswerken gibt es das normale. Statt das verstärkte. Und gut, da kann er sich, das kann er sich steintechnisch, glaube ich, gar nicht leisten. Kostet 1000 Stein, das Ding. Das ist so teuer. Währenddessen werden hier fröhlich Fischerboote versenkt. Der Nutzen ist aber auch nur bedingt. Es gab auch nicht wirklich Upgrades für die Kollegen. Also werden jetzt einfach Stück für Stück weniger. Und man sieht eben immer noch Schlacht um die Mitte, um den Fluss. Niemand hat so direkt Bock, das zu bequeren. Und wenn man Waffen mit langer Reichweite hat, nutzt man einfach das aus. Erstmal geht es hier noch gegen die Mauer. Jetzt gerade bei 73 zu 134. Also PCQDs Wirtschaft ist ein Monster gegen das, was der Viper hat. Erstmal die Mauer wieder aufgebrochen. Ansonsten das Kloster. Nein, 10 Scheunen kamen nicht mehr dazu, aber das zweite Dorfzentrum arbeitet jetzt. Es ist gar nicht so viel Wald vorhanden, ne? Es geht noch. Es ist schon noch ein ganzer Pulp vorhanden, aber milzt auf jeden Fall, Stück für Stück. Oh, ist schon noch genügend Wald. Haben wir irgendwie gerade auf den ersten Blick, als ich das hier gesehen habe, das sah so elend aus mit relativ wenig, aber der den großen Hintern noch gar nicht angerührt. Also da geht schon noch mehr. Das sind hier geweihte Städte im Visier. Außenposten und wieder Steinmauer. Da laufen mal ein paar Einheiten durch. Sperrkämpfer zu, um mal Gebäude anzugreifen. Wenn das ein leider der Bergkrieg ein weiteres Mal. Sondern die Kanonenstellung bekommen. Die ganzen Mangonels packen da wieder aus und nehmen was ins Visier. Aber da kommt jetzt das Konterfeuer. Die Roten sind da. Beide Seiten mit Roten mit speziellen Upgrades. Und vorwärts geht's. Momentan sieht das. Ja, bei nicht sicher, ob das besser ist. Wie es sich ist noch eine zweite Reihe an Roten. Da sind mal 5 von da sind noch einige oben. Kanonen schießen mit rein in der Mitte. Die Schlacht sieht besser aus für der Viper. Also seine Infanterie setzt sich gerade durch. Die Ambuschützen sind jetzt ziemlich allein gelassen. Die Mangonels haben aber kassiert in der Zeit. Roten waren immer noch rausgefokust, weil das Mangonel-Feld. Also die Belagungswaffen bekommt hier tatsächlich die Security größtenteils in den Griff. Aber auch nicht alles. Mangen stehen noch. Eine Rote stehen genau noch. Aber von den Mangonels nur noch 2 übrig. Das heißt, der Viper muss jetzt einiges an Arbeit leisten zur Verteidigung. Da wurde auch gerade nochmal frisch weiter eine Bombarde hier rübergeschoben. Die würde gerne länger leben, würde gerne noch irgendwas raussnipen, aber wird verfolgt, wird fokussiert und ist weg. Das heißt, die ganze Infanterie steht jetzt am Bergfried und der Bergfried hat schon gut ausgeteilt. Und die nächste Welle Öl konnte ziemlich wehtun. Die Dorfbewohner reparieren, was das Zeug hat, werden dafür aber auch komplett weggesniped. Leben da nicht sonderlich lange. Noch lebt der Bergfried.
Was kann er noch alles machen mit seinem Leben? 16 Armbrustschützen hier noch umständlich. Nahkämpfe inzwischen auch alle weg von der Viper. Und das heißt, seine Fernkämpfer kassieren jetzt mehr und mehr von diesem Bergfried, der halt alle Stellungen drin hat. Das heißt, er macht maximal DPS nach außen. Khan wurde zerlegt. Und wie man sieht, Schamanen leiden auch noch mit am Ende. Eine Palastsache rennt er noch hinterher. Der Bergfried lebt noch weg. Aber Bergfried kommt direkt nebenan. Und hier gab es währenddessen den Durchstoß mit den Speerkämpfern. Den Hafen haben sie eingerissen. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein Außenposten mit dabei. Mit roten Stellung. Oh, Zusatzmaterialien ist drauf. Das müsste aber doch dann heißen. Zusatzmaterialien nicht abhängig vom von der großen Mauer, dachte ich. Das ist ein Upgrade in der Universität. Nicht hundertprozentig sicher da gerade. Das ist das, dass man sich eben quasi ein bisschen Autoreparatur hat. Hat jetzt wenig gebracht, der ist bereits kaputt. Der Außenposten. Und da ist ein weiter. Also generell viele Außenposten, die einfach aufgestellt werden von beiden Seiten. Mehr Produktion wird nachgelegt. Ansonsten sind wir bei 86 zu 132. Also die Wirtschaft von BC-Kühl immer noch ziemlich groß. Ziemlich umfangreich. Nimmt da den nächsten Wald raus, sammelt da das Holz weg. Ansonsten Upgrade-technisch bei der Viper Brandpfeile. Kanonenstellung in den. Denen ist eine Kanonenstellung fast vergebene Mühe, aber eventuell brennt das Ding runter, bevor die Kanonenstellung fertig wird. Wird er auch, weil dann bekommt man zumindest die Steine wieder. Ansonsten wäre das etwas trauriger, wenn man das extra investiert und dann verliert. Andere Schützen werden jetzt da auch gebaut. Auf der Gegenseite BCQD. Okay, seine Spiele waren mit Upgrades noch nicht so fleißig unterwegs, also da gibt es noch viel zu tun. Und natürlich, ja, Universität hat schon ein paar Upgrades durchgeballert, auch dank Unterstützung von dem Reichsbeamten. Da rennen mal die Palastwachen durch und peilen die Bangunnels an. Die wollten da schon wieder sich mit der Mauer und den ganzen anderen Gebäuden auseinandersetzen. Armbrustschützen versuchen, die Palaste anzuzustören. Aber die haben es fast geschafft, eins der Mangonels zu erwischen. Dann ist natürlich gekitet, wie man sieht. Die einen fahren weg und die Armbrustschützen teilen einfach fröhlich aus. Und wenn ein Mangonel wird zerstört. Aber das kostet BCQD einige seiner Einheiten hier, die er darüber geschickt hat. Das ist auch an der nächsten Goldader dran. Was man hier auf der Karte relativ okay machen kann, ist eine Handelsroute mit sich selbst. Solange man seinen Fluss unter Kontrolle hat. Wobei in dem Fall für Viper wäre das jetzt eher schwieriger, weil Gold ist. Jo, wenn die so weitermachen, sind wir Gold in den Spalt durch. Mit dem Gewusel. Kleine Goldader hält nicht lange. Immerhin für der Viper, er kann ja sehr viel Bonusgold mit abstauben. Wenn man noch Dorfbewohner verfolgt, die da still und heimlich Außenposten in die Weltgeschichte gestellt haben. Die waren sogar Rotenstellung unverstärkt mit den Kollegen hier. Ja, das sind die Palastwachen, halten hier die Dorfbewohner auf. Hinten die Palastwachen. Ah, schlagen sie ja noch über einen durch. Die Ambuschützen sind da noch zu wenig, aber da kommen mehr mit an. Das wird also alles soweit geklärt. Ansonsten, geweihte Stätte wurde eingenommen. Das Magoder macht einfach so sein Ding gerade hier vorne. Also ziemlich aufgeteilter Fight. Überall so kleine Grüppchen, die da am Kämpfen sind. Und viele andere Projekte, wo man sich eben wieder aufbaut, wie man hier sehen kann. Da sieht man zum Beispiel sehr viel Investition in Ställe. Und daneben steht ein ganzer Schwung an Kasernen. Also BCQD rüstet immer noch fleißig auf. Hat massig Nahrung. Gold ein bisschen weniger. Ansonsten kommen eben noch weitere Upgrades. Auf ihm kommt das TP-Upgrade für die Belagerungswerke. Bodenstellungen und eben Verstärkung. Der Außenposten hat es nicht überstanden. Der Kollege soll das jetzt kriegen, aber das sind die Bombarden direkt nebenan. Also schlechte Chancen für Außenposten, muss man da wirklich sagen. Bombarden da jetzt auch mit aktiv. Wäre das ein Rekrutierungsupgrade, Militärakademie. Wirtschaftsupgrades, Schmiedenupgrades. Und nochmal eine Kanonenstellung hier für der Viper. Interessante Position hier hinten. Einfach, dass quasi kein Dorfbewohner sich durchschleichen kann. Okay, der Viper hat einfach nur gerne seine ganze Hälfte im Blick. Das ist gerade sein Ziel. Genügend Sicht haben auf alles, dass nichts irgendwie unerkannter durchschleichen kann. Dafür sind die Außenposten da. Und ich meine, die werden da auch einen recht soliden Job, denke ich, abgeben. Bei der Außenposten ist noch nicht ganz garantiert. Die Ambo-Schützen teilen da nochmal aus. Wobei die Einheiten kommen jetzt von der Rückseite mit an. Andere Schütze ja auch mit dabei. Ansonsten die Fronten immer noch recht wenig Bewegung drin. Eben nur diese kleinen Einsatzgruppen, die rübergeschickt werden. Nach knapp einer halben Stunde. Aber mehr Handrohrschützen bei der Viper. Baut da 6-fach. Also produziert fleißig. Keine 10 Schollen mitgenommen. Bin schwer enttäuscht von der Viper. Dass er sich das Upgrade nicht gegönnt hat. Die Stupa schon direkt neben dem Gebetszelt stand. Aber gut. Kann ja nicht alles haben. Ja, hier wichtige Goldader. Große Goldader. Sonst wird hier immer noch weiter Produktion aufgerüstet. Da sieht man auch Produktion jetzt am Geisterpfad. Das heißt, hier sind günstiger Sugenus und günstige Grenadiere möglich. Und Grenadiere sind möglich. Also es gab das Vorhaus der großen Mauer. Bin mir nur nicht sicher, wo es steht.
Ja, er hat das Tor ausgebaut, aber ich finde es gerade nicht. Irgendwo muss er dann die Mauer rumstehen. Natürlich. Natürlich. Kann ich lang suchen an dem Orten, wo man eventuell ein Steintorhaus erwartet. Nee, ist da hinten drin, weil man das immer wieder mal macht. Einfach so ein bisschen Mauer-Torhaus drauf, Thema erledigt. Das gibt die Zusatz-TPs. Für die ganzen Mauern, man sieht das mit 7000, also die halten jetzt richtig aus. Und da kommt dann die Reparatur auch mit dazu, um das alles in Stand zu halten. Gut, also wir haben damit theoretisch die Möglichkeit für Grenadiere. Und Grenadiere sind auch da. Ja, wie kriegen sie das tatsächlich mal wieder? Es ist lange her. Natürlich, die profitieren auch vom Chemie-Upgrade. Also sind Schießpulvereinheiten. Das heißt, machen mehr Schaden, wenn das Upgrade mit drauf ist. Universität, wie sieht es da aus? Das ist bereits drauf. Da kommt jetzt noch gerade, wie man sieht, TP für Gebäude. TP für Gebäude. Heißt das, die Mauern kriegen noch mehr TP? Bei 1 durch. Jo, 9000 TP pro Mauer. Okay, BCQ, die kann hier im Bunker Game spielen. Also, wenn BCQ jetzt noch ein Weltwunder aufstellt, dann geht der richtige Party ab. Das ist schon, also 10.000, fast 10.000 TP pro Mauer ist halt schon richtig zäh. Die Rüstung erhöht sich natürlich nicht, also die bleibt bei 50. Aber in dem Fall gegen Belagerungswaffen zählt hauptsächlich wirklich Masse an TPs. Aber die Bombarden, da können sie ja trotzdem solide durcharbeiten. Braucht halt einfach deutlich länger. Nervt deutlich mehr. Wenn das nach der Vibe noch ist, ist krass, wie ruhig dieses Game ist. Verhältnismäßig. Also mit den Schlachten, die sie ja sonst schon geliefert haben, hier ist es immer noch aufbauen. Da sieht man auch die Vorbereitung schon für eine Handelsroute. Aber sein Marktplatz ist eigentlich direkt nebenan, also nicht sicher, wie sinnvoll das ist. Außer die sind nur zum Händler bauen. Die Handelsroute wird nach hinten verlegt. Und dann natürlich haben wir die Chance einer Mongolen-Handelsroute, die man auch theoretisch verbessern könnte, aber ja, Optionen sind jetzt einige. Wir kommen in eine ganz komische Phase in diesem Game. Weil beides quasi so in die Richtung kommen, wir haben alles, was wir uns nur wünschen können. Und ja, wie sie gut gesagt auch, wird Zeit mal auszurücken. Ich habe 7 Bombarden mit dem Schlepptau. Er hat das wirklich gut genutzt. Elite-Reiter mit dabei. Grenadiere sind auch ein paar mit am Start. Und der Außenposten leben nicht lange. Wenn wir gegen so viele Bombarden, sind die 1000 TP vom Außenposten nichts. Da wären eher so 9000 TP wie von der Steinmauer angebracht, um da länger durchzuhalten. Währenddessen sieht man hier die Masse in Handrohrschützen. 19 Handrohrschützen, 16 Ambrosch-Schützen und Waffengeräte. Wie gesagt, die beiden hatten sehr viel Zeit und Luxus, um sich alles zu gönnen. Hier fehlt noch das Elite-Armee-Taktiken-Upgrade. Könnte man sogar auch noch verstärken. Gibt nochmal 10% obendrauf. Also tatsächlich, das ist bei den Modulen schon krass. Das ist halt alles sehr schreinintensiv, muss man wirklich sagen. Hier wurden einfach nur Marktplätze gelöscht. Und jetzt gibt's, okay, BCQ, die treibt seinen Mauerwahn einfach weiter und jetzt mauert er den Gegner ein. Ich meine, ja, 9000 Hitpoints, darf man nicht vergessen. Also das waren ziemlich massive Mauern. Und hier fehlt denn die ganzen Einheiten. Oh Gott, da fehlt denn gerade die ganzen Einheiten von der Viper. Ich weiß nicht, ob sich damit so einen Gefallen tut. Man merkt das auch gerade, da fliegt sehr viel von der Seite. Sehr viel Flächenschaden auch. Die Grenadiere machen Flächenschaden. Die Bombarden tun da auch ordentlich weh. Also es ist nicht angenehm, da zu kämpfen. Ja, die Mauer wird gerade gestellt. Isoliert natürlich den Handelsposten. Also unterbindet jegliche Art von Handelsroute. Strategisch auf jeden Fall hilfreich, was wieder anfängt. Und ja, er macht halt eine Engstelle für den Gegner. Da will man eigentlich nicht wirklich durchlaufen. Das endet einfach nur in Schmerzen. Die versuchen es trotzdem. Die Waffengeräte stoßen mal durch und versuchen jetzt an die Sachen heranzukommen, an die Belagerungswaffen. Hauptsächlich Bienennest kriegt das erste Ärger, das Bienennest wird es auch nicht überleben. Aber es kostet direkt einige Waffengeräte, die oben sind jetzt auch die restlichen Einheiten mit durchgequetscht. Die Roten schaffen es auch endlich mal durch und damit kann das wirklich losgehen. Währenddessen hier die Reiter kriegen ein paar mehr Probleme. Waren ständig beschossen, aber der Trupp wertet sich erfolgreich durch. Die Bombarden haben sich zurückgezogen und sind auch nur noch zu zweit. Also aktuell räumt er der Viper doch gut auf. Snipt einige teure, wertvolle Einheiten weg und das noch ein Haufen Dorfbrunnen mitten in der Gegend. Der Burfield ist aber gleich wieder die Herausforderung, weil der teilt auch massiv aus. Der hat auch wieder alle Upgrades, die er irgendwie kriegen kann. Ja, das ist halt auch zudem hier die große Goldart. Also Viper kann diese Position nicht wie sie gut überlassen. Momentan hat es auch nicht vor, aber so langsam sammeln sich auch wegen die Verluste, weil halt wirklich dieser Burfield ein mega Störenfried ist. Der hat die ganzen Handrohrschützen mit rausgenommen. Und die Bombarde wird jetzt erst gesniped. Die Dorfbrunnen opfern sich dafür auch. Da wird erst noch Grenadier mit dabei. Wirft noch hier und da einfach ein bisschen Feuerwerk mit rein. Ist nicht so spektakulär, dass das Bildschirm ist. Man denkt sich, was geht hier eigentlich ab? Hat wahrscheinlich einen Kultus des Todes, sondern nebenan mehrfach die Bombarden verschießt. Weil der Burgfried hält. Burgfried hält gerade noch. Er wird aber gerade Stück für Stück zerstört. Dorfbrunnen kommt jetzt an für die Reparatur.
Wie sieht es da drüben aus? Das sind immer noch die Reiter und auch da sind jetzt neue Grenadiere mit reingelaufen. Das hat über diese Steintore. Das heißt, BC Cutie kann da überall ein bisschen was reinschicken. Geht die geweihte Stadt und versucht die Außenposten hier zu stören. Also momentan BC Cutie arbeitet sich damit einfach voran. Er hat so viele Ressourcen einfach. Mein Ziel der Wirtschaft, das war einfach ein Monster. 95 zu 130 einfach. Also BC Cuties Wirtschaft ist eine absolute Maschine. Wir kommen jetzt einfach bei der Viper massenhaft Kanonenstellungen, um sich damit absichern zu können. Man sieht das hier Außenposten mit Kanonenstellungen, um die Einheiten in den Griff zu kriegen. Die Grenadiere da in vorderster Front sind jetzt nicht so effektiv und ja, passieren auch da und wie man sieht mehr und mehr. Die werden gestoppt, dafür sind hier nochmal Reiter unterwegs, andere Goldader, wichtige Goldader hier, aber auch kleine Goldader nur noch, 500 Gold übrig. Und dann muss er an die Goldader hier, das ist glaube ich die letzte Goldader, die der Viper hier bei sich hat. Ne, da ist noch eine, direkt nebenan, direkt wieder blind gewesen. Hat aber die jetzt hier auch erfolgreich erobert, also hat auch die Position jetzt wieder. Beide sind bei 200, das ist kein Problem, Geld ist auch noch ein bisschen, Viper fehlt Gold. Dass einem Mongolenspieler Gold fehlt, sieht man jetzt auch nicht so häufig. Wie reit ist mir das nicht denn durchgekommen? Aber mit der Steppenredut und er hat immer noch den Reliquien, sollte sich das eigentlich erübrigen. Man sieht, er hat mehr als doppelt so viel Gold pro Minute als BC Cutie aktuell. Und da kommt aber der nächste Trupp durchgelaufen. Der baut Reiter. Also BC Cutie gibt gerade gar nicht so viel Gold aus. Er hat halt auch selber jetzt. Aber er müsste eigentlich noch Gold haben, ne? Er hat 3000 Gold nach wie vor. Also er hat auf jeden Fall nicht genug Gold. Er wird einfach durchstoßen quasi zu den Belagerungswaffen, weil nicht so viel Support dafür da ist. Die ganzen Armbrustschützen und Handrohrschützen sind gestorben von der anderen Seite über die andere Mauer. Gott, da kommt einfach von verschiedenen Seiten, kommt die ganze Unterstützung. Es sind so viele Grenadiere hier. Und damit regnet es einfach Feuerwerk auf die ganzen Rutten. Und von den Rutten bleibt einfach nicht viel übrig. Die Bombarden sind damit auch, die Mangels sind leider, die Bombarden sind schon weg. Die Mangels versuchen aber ihr Bestes, um die Fernkämpfe in den Griff zu kriegen. Aber die Mangels leben nicht lange. Außenposten waren gerade versucht. Das sieht nicht so toll aus gerade für den Viper. Weil er verliert jetzt gerade seine ganze Feuerpower und Belagerungswaffen. Er hat sie fast schon komplett verloren. Das sind noch drei Rutten übrig. Tendenz fallend, Tendenz schwinden, Tendenz sind schon weg. Da hat sich schon das ganze Thema erledigt. Dafür haben sie jetzt seine Fernkampfunterstützung. Nur leider ein bisschen spät, nachdem er die ganzen teuren Waffen schon verloren hat. Aber er kann vielleicht die ganzen Grenadiere nicht abkriegen. Tatsächlich ist das Problem, die Grenadiere kosten die Security nicht so viel. 84, 42, 42. Das ist tatsächlich echt erträglich für die Security, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Kohle er hat. Also die Grenadiere kann er nachbauen und die wehren sich ja auch noch mit allen Mitteln. Nehmen einige Einheiten von der Viper raus. Viper ist wieder am Limit seines Goldes angekommen. Übrigens hinten wurde jetzt auch mal festgestellt, dass da noch kleine Außenposten rumgammelt. Währenddessen wird hier, ja man sieht das, das Ding wird beschossen von Kanonenstellungen. Die machen wirklich nicht schlecht Schaden. Aber ja, gegen 9000 HP, das dauert und dann setzt auch noch die Autoreparatur mit ein. Also das Ding regeneriert sich von alleine. Macht die Sache nochmal zäher. Oben der Außenposten wird jetzt von den Dorfbrunnen angegangen. Da bist du gut, die macht aber fröhlich weiter. Wo ist denn der nächste Trupp? Da sind wieder massenhaft Reiter produziert worden. Diesmal, doch Grenadiere kommen schon auch. Also es steht einfach, es ist ein Haufen Zeug, eine Bauschleife. BC Cutie weiß gar nicht, was wohin mit seinen Einheiten momentan. Oder wohin mit seinem Geld. Weil er ist direkt wieder auf 200. Muss jetzt erstmal wieder Zeug quasi in den Tod schicken. Bevor er da wieder nachbauen kann. Der Viper ist da deutlich mehr limitiert. Er ist runter auf 140 gerade mal. Das sieht gar nicht mal mehr so gut für ihn aus. Er hat wirklich Goldprobleme. Überraschend das klingt. Goldeinkommen 1200. BC Cutie ist auch bei 2000. Also BC Cutie farmt jetzt einfach mit massig Geld. Hat so viel Dorfbewohner. Er ist bei 134 nach wie vor. Das heißt, militärisch geht bei BC Cutie auch nicht so viel. Aber er macht das wirklich Welle um Welle und wieder. Auf zwei verschiedenen Seiten geht es mit einer Welle rein. Also er versucht immer ein Opening zu finden, wo Viper gerade nicht bereit ist für die Verteidigung. Und hier wird es ein paar tote Dorfbrunnen geben. Vor allem, er wirkt speziell wieder das wichtige Gold ab. Das heißt, Vipers Goldvorkommen wird wieder schwieriger. Und Goldeinkommen wird schwieriger. Weil das schleicht hier einfach ein Trupp an Bombarden nach vorne. Und nimmt die ganz nach oben. Das ist die Handelsroute im Bau. Da ist die Handelsroute im Bau und das kostet auch Gold. Das ist Gold, das sich da nicht wirklich lohnt. Robo kriegt nochmal Probleme. Robo fällt und Gigi von der Viper sieht hier nicht mehr in der Lage, das retten zu können. Klar, er ist am Goldlimit und jetzt verliert er dann auch Sachen, die sehr viel Gold kosten. Hatte an seinem Steppenredut Probleme, weiteres Gold zu sammeln. Also, ja, kommt da einfach nicht weiter. BC Cutie, wirklich Maschine im Makro. Baut sich da einfach ziemlich monströs auf und dann immer wieder auf 200 hoch und dann weiterkämpfen. Er war sogar noch auf mehr Dorfbewohner zwischenzeitlich, er war auf fast 150 gegen dann ja, die 100 von der Viper-Kasse und dann nochmal 50% mehr quasi obendrauf. Hier sind natürlich die Fische, wo nicht mehr eingerechnet, in den Early Games sah das noch ein bisschen knapper aus. Stellenweise auch vielleicht noch ein bisschen besser für der Viper, aber dann halt die Fischerboote wurden dann doch irgendwann versenkt und es hing alles in den Dorfbewohnern. Und einfach ja militärisch, wie ich sie gut hatte, kein so großes Militär, einfach weil er an die 200er Grenze gestoßen ist, aber einfach wieder nachbauen können, problemlos. Da hat es bei Viper deutlich mehr gemangelt. Man sieht, ressourcentechnisch ging es zwar bei beiden hoch, aber bei der Viper Nahrung war da. Holz wurde dann tatsächlich auch knapp.
gegen Ende. Und Gold ist tatsächlich seine Hauptproblemressource. Da war er schon die letzten, was, die letzten 10 Minuten, die letzten 8 Minuten auf jeden Fall, war das so sein Limit, mit dem er da arbeiten musste. Und kam dann einfach nicht ganz hinterher. Also ja, starke Leistung von Beastie Cutie. Einfach Masse produzieren. Und einmal wieder Grenadiere gesehen. Hat da 7000 Gold mehr gesammelt. Hat über 10.000 mehr Nahrung auch gehabt. Und auch über 10.000 mehr Holz. Also war wirklich ressourcetechnisch fleißig. Steine überraschend knapp. Und das, obwohl beim einen, auf der einen Seite lief das Obo und die Stupa. Und bei Beastie Cutie wurde das alles fleißig von Hand gesammelt. Und er hatte eben ja, mit Max auch. Beastie Cutie war stellenweise richtig reich. Hat das Geld dann auch genutzt. Das aus mir, das war das letzte Match. Ne, nicht das letzte Match, das sollte noch Vamp plus die Maslim kommen. Also eins haben wir noch, ich weiß bis nicht, wann das ausgetragen wird. Aber das war mal wieder ein Match aus der Gruppe B. Und wir kommen aber Gruppephase dem Ende zu. Wie gesagt, da fehlt da noch eins, wo ich eben nicht weiß, wie der Stand da ist. Aber das aus mir, bis zum nächsten Mal und ciao.